Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich habe leider die Blockzeit nicht parat gerade. Hat die jemand? Top vorbereitet hier wieder. 782, 628. Wunderbar, Dankeschön. Habe ich mir auch nicht. Ich habe, ja, bei mir ist immer noch 7. Entweder ich habe mein eigenes Load abgeraucht oder keine Ahnung. Alles gut. Jedenfalls ist der Stammtisch sehr, sehr glücklich und erfreut darüber, dass heute den Dr. Andreas Tiedtke zu Gast hat. Er ist Rechtsanwalt, Autor und Journalist. Unter anderem seines eigenen Buches Der Kompass zum lebendigen Leben, welches im Mai 2021 erschienen ist. Er hat aber auch mitgewirkt, zum Beispiel bei Wissenschaft und Politik, Zuverlässige oder unheilige Allianz von und mit Olivier Kessler und Peter Bruch. Er ist außerdem, denke ich, Mitglied, er kann es gleich verbessern, sollte ich es falsch gesagt haben, der Mises-Organisation, des Mises-Instituts. Und er ist nach Rahim Tayyip Erdoğan und dem Thorsten Polleit der dritte Gast vom Mises-Institut. Und wir werden uns heute mit euch unterhalten über die Praxeologie. Wir werden zunächst eine kleine Einführung in die Praxeologie erfahren, um dann nach und nach zum Beispiel Themen zu beackern, Bezug zu Recht und Anspruch oder wie sieht die praxeologische Betrachtung von Eigentumsrechten aus oder Unterschiede, Gegensätze zwischen, jetzt habe ich den Faden hier verloren, es tut mir leid. Jedenfalls, ja, ich habe mein Paper verloren. Jedenfalls möchte ich ihn ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Andreas Tiedtke, wie geht's Ihnen? Guten Abend. Wenn Sie sprechen möchten, unten links auf das Mikro. Hallo, Herr Zander. Guten Abend. Danke für die Wunderbar. Einführung. Hallo. Ja, wir haben unter anderem auch die Lunas Daughter hier von den Marktradikalen. Sie wird auch durch das Gespräch führen später. Ich habe es gerade schon in der Einführung gesagt, kommt noch unser lieber Scala dazu. Der hängt allerdings noch im Verkehr fest, sagen wir mal so. Ja, und dann möchte ich doch direkt starten und das Wort einmal an die Lunas Daughter ja, weitergeben. Wie fangen wir an? Ja, auch von mir erstmal hallo, Herr Tietke, schön, dass Sie da sind. Ich würde gerne einmal anfangen und uns alle vielleicht nochmal, die vielleicht noch nicht so tief in der Praxeologie sind, alle auf den gleichen Stand holen und Sie fragen, wie Sie die Praxeologie ja, kurz und bündig zusammenfassen würden und was vielleicht auch die Beweggründe von Mises waren, diese zu definieren. Ja, sehr gerne. Guten Abend. Die Praxeologie, das ist die Logik des Handelns. Da geht es darum, dass aus dem Satz der Mensch handelt, also er setzt Mittel ein, um Ziele zu erreichen, sich Schlussfolgerungen ergeben, die a priori sind, wie Mises sagte, also die von vornherein gelten, die nicht empirisch getestet werden können oder müssten. Und zu solchen Schlussfolgerungen gehören eben auch der abnehmende Grenznutzen. Zu solchen Schlussfolgerungen gehören, dass wir die Mittel, die wir einsetzen, ihren Wert von den Zielen erhalten, die wir damit verfolgen, dass das letzte Ziel des Handelns die Verminderung der Unzufriedenheit ist, also ein psychisches Phänomen, dass der Wert subjektiv ist. Das ist ja auch ganz wichtig. Für Bitcoin, Wert liegt eben nicht in dem Mittel, sondern in dem der Bewertende, der Handelnde misst etwas einen Wert zu, weil er damit ein Ziel erreichen möchte. Das sind grundsätzliche Schlussfolgerungen der Praxeologie. Und wir können eben auch sagen, wenn wir eine Interaktion ansehen, also wenn zwei Menschen
miteinander handeln, dann können wir das kategorisieren in freundliches Handeln. Also dass da entstehen Win-Win-Situationen. Das ist der Austausch, der freiwillige, unerzwungene. Friedliches Handeln, das ist, da trete ich zumindest niemanden auf den Fuß, also ich schade niemand und tue etwas für mich. Mises sprach auch von autistischem Handeln, also nicht der Autismus der Psychologie oder Medizin, sondern autistisch im Sinne eben, jemand tut etwas, ohne dass er eine Interaktion mit einem anderen Menschen eingeht. Und dann eben das feindliche Handeln, bei dem es zu Win-Lose-Situationen kommt, wenn einer beispielsweise das Mittel Drohung oder Zwang einsetzt, um eine Handlung zu bewirken, oder Täuschung, um eine Handlung zu bewirken, oder schlicht Gewalt einsetzt und keine Handlung beim anderen bewirken will, das ist auch autistisches Handeln dann, sondern den einfach meinetwegen niederschlägt, ihn wie ein Objekt behandelt. Und so können wir Handeln, sozusagen, und so können wir so menschliche Handeln, kategorisieren. Kategorisieren eben was anderes, und a priori ist eben was anderes, weil Schlussfolgern, allein diese Aussagen, durch Schlussfolgern, diese Aussagen und der Handlungslogik eben nicht, und wie eben nicht meistens Sozialwissenschaften wird der Technik meistens Sozialwissenschaften eingesetzt, Technik, das Verstehen Empirie eingesetzt, und das ist Empirie, so, dass man Daten, und, das ist so, dass man Daten interpretiert, mit persönlichen Bedeutsamkeitsurteilen. Ohne a priori Basis der Geisteswissenschaften als Basis zu überlegen, sondern man interpretiert im freien Raum. Und das war für Ludwig von Mises, hat es eben gesehen, dass die empirische Volkswirtschaft oder die Wirtschaftsgeschichte, wie er sie nannte, zum Teil die Axiome der Handlungslogik, die Axiome der Ökonomie, die dem Interpretieren logisch vorausgehen, nicht beachtet. Das ist so ein kurzer Einstieg in die Praxeologie, die Ludwig von Mises in seinem Hauptwerk oder einem seiner Hauptwerke Human Action, das mittlerweile auch in der Übersetzung von Rahim Tagisadegan, der übrigens nicht beim Ludwig von Mises Institut Deutschland ist, sondern der das Scholarium leitet in Wien. Und er hat das übersetzt, Human Action, menschliches Handeln, ich glaube 4 Bände auf Deutsch. Und Sie haben ja schon gesagt, Naturwissenschaften oder zumindest schon mal angedeutet, wie steht denn diese Methode der Naturwissenschaften ganz konkret gegenüber? Ja, in Naturwissenschaften, da geht es darum, in den klassischen Naturwissenschaften, dass man isolierbare Zusammenhänge zwischen messbaren Größen beschreibt. Ja? Also Ursache und Wirkung, Verknüpfung, und man kann eben, das kann jederzeit von jedermann wiederholt werden. Und hier kommt man zu objektiv, also messen heißt immer vergleichen mit einem objektiven Standard. Das ist Kilogramm, gasförmig oder blau. Ja, hier spielen also keine persönlichen Bedeutsamkeitsurteile eine Rolle, wie bei den empirischen Sozialwissenschaften, sondern ein Kilogramm oder gasförmig oder blau, das ist für jedermann gleich. Egal, ob er Ludwig oder Paul oder Carola die Messung vornehmen. Und das sind eben die klassischen Naturwissenschaften. Sie haben schon gesagt, friedlich und feindselig, dass der Mensch je nachdem sozusagen handelt. Und vielleicht steigen wir da noch mal ein bisschen tiefer ein, gerne, um vielleicht einmal den Unterschied zwischen gut und böse und friedlich und feindselig klar zu ziehen, sozusagen. Weil in diesem Gut und Böse ist ja schon ein Bewertungsurteil enthalten. Vielleicht können Sie uns da noch aufklären. Also die Praxeologie ist als Wissenschaft wertfrei. Ne? Sie unterscheidet nicht zwischen Gut und Böse. Und Gut und Böse ist natürlich immer die Frage aus der subjektiven Sicht. Die Praxeologie als Wissenschaft beschreibt lediglich, ja, ohne ein moralisches Urteil dann zu fällen. Ne? Sie sagt nicht, was sein sollte. Es gibt keine Wissenschaft von etwas, das sein sollte. Wissenschaft beschreibt immer nur, was ist. Und wir können aber eben das Handeln kategorisieren und eingehend. Und beispielsweise, wenn ich jetzt freundliches Verhalten habe in der Ökonomie, wäre das der freiwillige Austausch. Ich verkaufe Ihnen ein Fahrrad für 100 Euro. Ja, und da ist
klar dann, mir sind die 100 Euro mehr wert als das Fahrrad, weil sonst würde ich es nicht dafür aufgeben. Und bei Ihnen ist es umgekehrt so. Danach gibt es eine Win-Win-Situation. Jeder erhält das, was er höher bewertet. Und das ist eben dann freundliches Handeln. Und mein Angebot ist auch ablehnbar. Ja, also ich sage nicht, Sie müssen das Fahrrad zu 100 Euro kaufen, sonst füge ich Ihnen einen Schaden zu. Das wäre dann schon das feindliche Handeln. Ja, da werden sozusagen nicht ablehnbare Angebote gemacht. Wir kennen das aus dem Film Der Pate. I will make you an offer you cannot refuse. Also da ist das Mittel eben die Drohung mit Zwang und Gewalt, um den Austausch zu bewirken. Ja, und das Einzige, was wir dann sagen können, Beispiel sind jetzt beispielsweise die Rundfunkbeiträge, ja, die zahlt jemand und da können wir jetzt nicht sagen, dem ist der Genuss des staatlichen Rundfunks mehr wert als das, was er zahlt, sondern was wir wissen ist, dass er es höher bewertet zu zahlen, als dass ihm die angedrohten Übel zugefügt werden, wie Zwangsgeld und Zwangshaft und am Ende des Tages auch unmittelbarer Zwang, wenn man sich nicht kooperativ zeigt. Das ist also der prinzipielle Unterschied zwischen freundlichem und feindlichem Handeln. Welche Mittel werden eingesetzt? Ist es das ablehnbare Angebot oder ist es die Drohung mit Zwang und letztlich auch Gewalt? Und daraus ergeben sich dann a priori sozusagen entweder Win-Win-Situationen für die Beteiligten oder Win-Lose-Situationen. Ersteren nennt man auch, es wird ein neues Pareto-Optimum erreicht. Ja, und bei den Letzteren, wenn einer auf Kosten und zu Lasten des anderen etwas gewinnt, dann ist das insgesamt betrachtet eine Pareto-Verschlechterung für die Beteiligten. Also das wäre jetzt der Unterschied zwischen freundlichem und feindlichem Handeln und friedliches Handeln, also ohne die Interaktion, dass es zu einer Interaktion kommt. Das wäre beispielsweise, wenn einer zu Hause sich einen Pullover strickt, ja, da ist jetzt kein anderer mehr beteiligt, das ist autistisches friedliches Handeln. Und feindliches Handeln gibt es dann auch noch mit dem Mittel Gewalt, ja, das ist auch insofern autistisches Handeln, wenn der andere keine Willensentscheidung mehr, also wenn es nicht darum geht, eine Willensentscheidung des anderen zu erreichen, ja, das mache ich mit der Drohung oder mit der Täuschung, ja, das wäre auch eine feindliche Handlung. Ich verkaufe Ihnen ein Shitcoin als Bitcoin oder ich nehme ein Stück Wolfram und coate das mit Blattgold und sage Ihnen, das ist Gold und nicht um anderen seinen Geldbeutel zu gelangen, sondern er schlägt ihm mit dem Knüppel über den Kopf bewusstlos. Oder jemand bedroht den anderen nicht, dass er sich eine bestimmte Injektion geben lässt oder Blut abnehmen lässt, sondern der wird schlicht fixiert und kann sich dann gar nicht mehr wehren. Ja, also er ist dann nicht mehr, es ist keine Interaktion, ja, keine zwischenmenschliche Handlung, sondern es ist schlicht der andere wird zum Objekt des Handelnden, des eben derjenigen, der die Gewalt einsetzt, ja. Und hinter solchen Handlungen stecken ja auch immer psychologische Komponenten, ja. Prägungen, genau. Auch gesellschaftlich gesehen. Ne? Eine ganze ja. Gesellschaft kann ja auch psychisch ja, definiert sein. Ne? Also genau. Deutsche verhalten sich anders als Franzosen, wie man jetzt vielleicht auch sieht, ganz, ganz aktuell. Wie kann man das durchblicken? Also ja. Es gibt ja Narzissten zum Beispiel, die nochmal, denen irgendwie ein Anteil von Empathie zum Beispiel fehlt. Ja, genau. Also die psychologischen, also ausschlaggebend fürs Handeln ist vielleicht wichtig. Die Praxeologie ist sozusagen, nicht sozusagen, die Praxeologie ist auch die a priori Grundlage für die Psychologie. Und das Handeln, also welche Ziele wir emotionieren, um unsere Unzufriedenheit zu vermindern, das hängt von unseren oft unbewussten Einstellungen und Überzeugungen ab. Also das sind die Grundhaltungen der Menschen zu sich und der Welt, ja, wie sie sich und die anderen sehen, ihr Weltbild. Daraus folgt ihr Denken und Fühlen, also was sie denken und emotionieren, und daraus folgt dann letztlich ihr Handeln. Ja. Man könnte also sagen Einstellung und Schicksal, weil die Einstellungen bestimmen das Denken und Fühlen und das Denken und Fühlen bestimmt letztlich das Handeln. Ja. Und wir wissen jetzt von Haltungen zu sich und der Welt, die ungünstig sind, weil sie mit den Grundsätzen der Praxeologie nicht übereinstimmen. Und Menschen, die solche Haltungen verinnerlicht haben, die können
eben auch feindselige Haltungen gegen sich und oder andere verinnerlicht haben. Und daher emotionieren sie dann auch feindliches Handeln anderen gegenüber. Das Ganze hat seine Ursache in der Kindheit, dann welche Haltungen die Menschen zu sich und zur Welt haben, aber natürlich dann auch noch in der Erziehung, also von der Kindertagesstätte über den Kindergarten, die Schulen etc., was dort vermittelt wird. Die Medien vermitteln den Menschen eine gewisse Haltung zu sich und der Welt. Und wir können dann feststellen, dass es Menschen gibt, die denken, sie und oder die Welt wären ungenügend. Also wäre irgendwas nicht, ja, dieses Ungenügen, dieses Gefühl eines Mangels an sich selbst oder an der Welt, das ist wurzelt von daher in der Kindheit. Kindern erzählt man ja, wohin sie zu wachsen haben, ja, dass sie das und das noch nicht können. Man benotet sie, ja, und da gibt es auch sogar die Note ungenügend, die Note mangelhaft, ja, sodass sie dann so ein Selbstbild bekommen, ich bin nicht okay. Ja. Und die Praxeologie kann uns aber sagen, alles, was passiert, passiert zwangsläufig. Ja. In der Praxeologie kennen wir zwei Denkkategorien, die notwendig sind, um das Handeln zu verstehen. Das eine ist die Kausalität, Ursache und Wirkung. Und das andere ist die Finalität, Abzielen auf, also um zu. Jemand tut etwas, um ein Ziel zu erreichen. Und da können wir natürlich sagen, wegen der Kausalität ist jeder Mensch in dem Sinne vollkommen, dass er genau das Ergebnis seiner Ontogenese ist, also seiner persönlichen Lebensgeschichte und seiner Phylogenese, also der Lebensgeschichte der Menschen. Und sodass das Bild, ich bin unvollkommen oder ungenügend, in dem Sinne falsch ist. Jeder ist genau das Ergebnis von Ursache und Wirkung. Und wer jetzt so eine Haltung hat, ja, ich bin ungenügend, der kann darüber niedergeschlagen werden. Und wir sprechen dann von depressiv. Das ist dann so eine Einstellung, ich bin nicht okay, du bist okay. Der sieht eher bei sich den Fehler als bei den anderen. Kinder machen das oft, weil die Vorstellung, dass es an den Eltern liegen könnte, ja, dass es ihnen jetzt schlecht geht, die ist noch schrecklicher für sie, als dass es an ihnen selbst liegt. Und das ist die Haltung eben des Ungenügens. Manche denken dann, ich bin nicht okay, du bist nicht okay. Also die sind dann sowohl, können sozusagen niedergeschlagen, depressiv sein, aber auch gegenüber anderen feindselige Handlungen emotionieren. Ja, du bist auch nicht okay. Also das wäre dann, dass es in Ordnung ist, für solche Menschen auch andere zu bedrohen. Eine weitere ganz wichtige Haltung ist die von Schuld und Scham. Ja, auch da erzählt man ja den Kindern in der Erziehung, ihr seid uns Eltern was schuldig, beispielsweise Gehorsam, ja, auch wenn ihr euch dazu überhaupt nicht verpflichtet habt. Kann man praxeologisch sagen, nein, ne? Schuld kommt erst zustande durch eine Interaktion. Also das Recht ist dem Handeln nicht vorausgesetzt, sondern Recht kommt erst durch Handeln zustande. Und ein Recht auf Gehorsam sozusagen kann man nur haben, wenn sich ein anderer zum Gehorsam verpflichtet hat. Ja, nur dann ist er ihm den Gehorsam schuldig. Und die Kinder, die infantile Vorstellung, die dann der Erwachsene noch mitnimmt, ist dann, ich kann jemand anderem etwas schuldig sein, ohne dass ich mich überhaupt zu etwas verpflichtet habe. Oder umgekehrt dann auch, jemand anders kann mir etwas schuldig sein, der muss mir abgeben, ja, der ist verpflichtet zur Umverteilung, ohne dass der andere sich mir gegenüber überhaupt dazu verpflichtet hat. Und das ist also die Schuld, die eine Rolle spielt bei vielen Menschen, warum sie dann feindselige Handlungen emotionieren. Die denken dann, der andere schuldet mir das. Das ist eine Vorstellung. Ne? Das ist, erwähnt das schlicht, weil die tatsächliche Grundlage, nämlich die Verpflichtung des anderen, die fehlt ja vollständig. Und ein anderer Punkt ist die Verdrängung der Gewalt. Ja? Also die Menschen verdrängen die Gewalt in der Gesellschaft, weil sie ja kaum sichtbar zutage tritt, wenn es sich in Drohung erübrigt und die Gewalt ganz, ganz selten eingesetzt werden muss. Ne? Und dann denkt man, das wäre hier ein friedliches und freundliches Zusammenleben, obwohl Drohungen zu Gehorsam an vielen Stellen ja ausgesprochen werden. Ne? Und unter Umständen entwickeln Menschen dann sogar Sympathie mit denjenigen, die sie bedrohen. Ja? Man spricht dann ja auch vom Stockholm-Syndrom, ja? Identifikation mit dem Aggressor und sind dann sozusagen gestockholmt und merken gar nicht, dass Handlungen, die sie anderen gegenüber emotionieren, ja letztlich mit der Androhung von Zwang und Gewalt verbunden sind. Das sind also die psychischen Phänomene, die das feindselige Handeln gegen sich und andere zugrunde liegen. Und wir kennen dann diejenigen, die von
den Psychologen als Psychopathen oder Soziopathen oder auch Narzissten beschrieben werden, ne? Die haben dann meinetwegen die Einstellung, ich bin okay, die anderen sind nicht okay, ne? Weil die haben die Haltung, mit mir ist alles in Ordnung, ja? Aber die Welt und die anderen Leute, die sind nicht in Ordnung, die müssen dazu gezwungen werden, sich nach meinen Vorstellungen zu verändern. Dazu kommt natürlich auch noch Mimetik, also das Wiederholen von Verhalten, was uns vorgelebt wurde. Also so jetzt betrachtet Mann, Frau zum Beispiel, also Frauen verhalten sich so und so, Männer verhalten sich so und so. Das sind ja auch erlernte Verhaltensmuster, genau, die sich über Generationen wiederholen. Das Ganze ist ja aber ziemlich anfällig für Propaganda. Und ich habe mich gefragt, inwiefern spielt da der freie Wille mit rein? Also uns wird gesagt, oder der Staat verhält sich ja so wie eigentlich ein Elternteil, ne? Also wir guten Bürger müssen uns verhalten, so wie der Staat es möchte. Uns werden vielleicht auch Informationen vorenthalten, um irgendwie die richtigen Entscheidungen für uns treffen zu können. Mhm. Und ich frage mich, was braucht es denn, um so eine Propaganda zu erkennen? Also welche Eigenschaften können wichtig sein, um da rauszukommen? Und wie leitet sich vielleicht daraus auch eine Moral ab? Also Moral ist dann etwas, wozu man sich entscheidet. Das ist was Subjektives, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt mich meinen Mitmenschen gegenüber friedlich und freundlich verhalten. Das wäre eine Entscheidung. Wie gesagt, der Praxeologe trifft kein Werturteil der Handlungslogik. Wenn wir auch in der Verhaltensbiologie, wenn wir sehen, der Löwe reißt ein Gnu, dann ist das beschreibend. Das ist natürlich eine feindliche Handlung gegenüber dem Gnu, aber der Verhaltensbiologe sagt jetzt selten, der Löwe sollte das nicht tun. Es entspricht eben seiner Art, und bei den Menschen, die feindselige Haltungen haben, entspricht es eben ihren Haltungen, die sie notwendigerweise haben. Also jeder tickt so, wie er muss, mit freier Wille. Mises hat auch gesagt, Ludwig von Mises, das ist ein bisschen missverständlich. Unser Wille ist natürlich nicht insofern frei, dass er sich im luftleeren Raum bildete, sondern er hängt natürlich zusammen mit unserer Lebensgeschichte. Eben ergibt sich aus unseren Einstellungen und Überzeugungen. Da folgt unser Denken und Fühlen her und ist in dem Sinne natürlich nicht frei. Mit frei wird aber auch oft gemeint, wie wenn man sagt, Naturrecht oder der natürliche Wille, wird gemeint unerzwungen. Oder in dem Sinne können wir auch sagen, der nicht programmierte Wille, weil das sind natürlich die Methoden, mit denen man programmiert sind, Propaganda und Indoktrination. Und da sind die Methoden eben diejenigen, die man aus der Psychologie kennt. Wiederholung zum Beispiel. Alle halbe Stunde kommt eine Nachrichtensendung, alle halbe Stunde wird ein Name genannt. Dinge werden so dargestellt, als wären sie selbstverständlich. Und es wird wie bei der Gebetsmühle, wird immer wieder dieselbe Botschaft gedreht. Oder eben ein anderes Momentum ist auch, was wir kennen aus der Psychologie, ist die Trance. Also komme ich sehr gut an die unbewussten Haltungen der Menschen ran, Trance, Hypnose. Und wenn man vom Fernseher ist, dann ist man ja in so einer leichten Trance, und dann kommen die Botschaften, die sind ja auch nicht direkt, sondern Sie haben vorhin gesagt, Mimetik, dieses Nachahmen. Ja. Da, wenn ich jetzt sehe, da ist ein Film, und in dem Film wird mir die Botschaft vermittelt, alles so wie es ist, ist es völlig in Ordnung. Ja. Also diese Ober-Unterordnung, dass es Herrschaft gibt, das ist in Ordnung. Unser wirkliches Problem ist, dass A und B hier gerade ein Liebesdrama haben oder in einem Krimi, dass da irgendeiner was Böses getan hat, und die müssen den jetzt finden. Und da sind natürlich auch schon Botschaften drinnen. Also die Botschaft zumindest, schaut an, dein Lebensumfeld ist, also wir zeigen dir was Kritisches, wo du hinschauen musst, ja, auf Verbrechen und Drama und Liebe, aber jetzt nicht meinetwegen darauf, ob die soziale Ordnung, in der du dich befindest, ob die überhaupt eine friedfertige ist, von friedlichen Haltungen bestimmt, von Wohlmeinen gegenüber den Mitmenschen oder nicht. Also so kann man die Menschen in dem Sinne ihre Haltungen gestalten. Ja, da fangen wir bei den Kindern an. Und dann, früher hat man dann die Kinder mit 14 sozusagen initiiert, ins Erwachsenenleben eingeführt und gesagt, okay, sorry for that, aber im Hinblick auf das, dass du der Welt was schuldig bist, ja, oder dass die Welt dir was schuldet, oder die schuldet dir nichts, nicht mal Gerechtigkeit, ja, und
wir haben dich angelogen, es tut uns sehr leid, es hatte den Zweck, dich zu schützen, weil du noch nicht die Reife hattest, etc. Und jetzt sagen wir dir mal, wie es ist. Diese Initiation, also so Reste kennen wir noch, ne, aus der Konfirmation, Kommunion, Jugendweihe, aber das sind natürlich nur förmliche Reste. Ne? Es passiert jetzt nicht, dass man die Kinder hier sagt, schau mal, die Haltungen, die du bis hierhin bekommen hast, die haben wir aus Nützlichkeitserwägungen und für deine Sicherheit dir mitgegeben. Und jetzt wärst du eigentlich in der Position, deine Haltungen zu reflektieren und mit dem eigenen Denken zu beginnen. Man braucht auch keinen freien Willen, um einen eigenen Willen zu haben. Der Mensch will etwas und verschiedene Menschen wollen Verschiedenes und derselbe Mensch will zu verschiedenen Zeitpunkten Verschiedenes. Jeder hat einen eigenen Willen und jeder wäre auch zum eigenen Denken befähigt, hat Immanuel Kant schon erkannt, was seine verstandesmäßigen Kapazitäten angeht, die allermeisten, aber eben nicht, was die emotionalen Kapazitäten angeht. Kant hat davon gesprochen, dass man den Menschen sozusagen verhausfeed hat. Man hat ihn in einen geistigen Gängelwagen gesperrt. Ja, man hat ihm Angst gemacht vor dem eigenen Denken. Die gütigste Oberaufsicht hat ihm klargemacht, ja, also das ist dein Selbst- und Weltbild. Das war halt früher die Priesterschaft, also diese erkenntnistheoretische Kriegsführung um das eigene Selbstbild und das Bild von der Welt, die ist so alt wie die Zivilisation. Ne? Die fing an beim Pantheon der Oligarchen und dann so wie oben, so auch unten. Und unten hatte man auch Oligarchen. Oder dann die Bossgott-Meme. Ja? Also es gibt einen Bossgott oben und du bist dem Gehorsam schuldig, der interessiert sich dafür, dass du ihm gehorchst, sonst wird er ein zürnender Gott. Und so ist es unten auch. Es gibt den Monarchen. Und er ist von Gottes Gnaden und hat der Mensch nicht selbst zu einer eigenen Haltung zu sich und der Welt finden dürfen, ja, sondern das hat die Papacy, also das Papsttum beispielsweise im 13. Jahrhundert war das ja der große Streit zwischen den Ghibellinen und den Guelfen, ja, ob sozusagen auch man das Denken, das innerste Denken der Menschen kontrolliert, ob der dass die Bestimmung des Weltbilds, der Haltung und der Papst hat gesagt, also bin ich der Oberste, weil ich bin das Medium, das sagt, was der Mensch von sich und von der Welt denken darf. Also ich bin da die letzte Instanz dafür und nicht der Kaiser, deswegen steht der Kaiser unter mir und die Ghibellinen und später haben sich die dann auch nochmal getrennt, die Guelfen in weiße und schwarze Guelfen und dann kam dann Dante Alighieri ins Spiel, der ganz maßgeblich war für die Renaissance und der dann auch für das eigene Denken plädierte und auch in De Monarchia im 14. Jahrhundert schon geschrieben hat, dass derjenige leichter zur eigenen Erkenntnis gelangt, der sozusagen frei ist von Fehlprogrammierungen, also von falschen Philosophien. Und Dante hatte dann auch schon unterschieden zwischen dem a priori Wissen, nämlich der unwiderlegbaren Erkenntnis, und zwischen dem empirischen Wissen, also der Erkenntnis aus Erfahrung, hat er so genannt. Und da gehen wir dann weiter die Reise sozusagen durch die Renaissance und kommen dann zu Kant. Und Kant sieht es auch, ja, das gibt es a priori, also denkt die Logik, ja, die steht immer über der Interpretation von Beobachtung. Ja, wenn die gegen die Logik widerspricht, die Interpretation, können wir sagen, die ist falsch. Und er erkennt dann auch verstandesmäßig für den Menschen kein Problem. Ja, in technischen Sachen bedient er sich ja auch ganz unbedarft seines Verstandes. Aber eben emotional momentan für die Masse der Menschen nicht möglich, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Und von oben kommt auch keine Freigabe, sodass Kants Lösung dann war am Ende des Tages die Bitte. Ja, er hat die gütigste Oberaufsicht gebeten, mehr oder weniger indirekt, den Menschen nicht mehr als Maschine zu behandeln, sondern ihm die Würde zukommen zu lassen, die er hat. Und auch Mises hat es dann später erkannt, dass die Aufklärung in der Sackgasse steht. Er hat gesagt, er sah sich erst als Reformator und dann als Chronist des Niedergangs. Ja, das ist jetzt so eine kurze Geschichte, wie man Haltungen zur Herrschaft beispielsweise eben formt und letztlich die Haltung des Menschen zu sich und der Welt. Musste ich gerade an meine eigene Jugendweihe denken. Ich fand dieses Ritual so furchtbar. Aber klar, da war so ein totaler Gruppenzwang und man hat so mitgemacht. Mhm. Aber im Grunde hatte ich eine Einstellung von, ey, ihr sollt mich alle in Ruhe lassen. Aber ne, da war schon der Wille da, irgendwie ein bisschen Geld abzusahnen von den Eltern oder so. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, das ist ja, hat ja auch was Stoisches. Also dieses
ne, Hinterfragen von, was ist da eigentlich gerade hinter dem, was mir gezeigt wird? Oder auch hinter dem, was ich gerade denke? Mhm. Genau. Muss ich gleich reagieren zum Beispiel? Oder was ist so schlimm an Veränderung? Das Festhalten hat ja auch einen gewissen Faktor von Leid. Das ist ja im Buddhismus auch ein großes Thema. Also Schmerz kann einmal passieren, aber das Festhalten ist das, was Leiden hervorbringt sozusagen. Und darüber hinaus, da der Mensch, der kann auch die Haltung zu sich und zur Welt haben, embrace your pain, ja, umarme deinen Schmerz, das ist jetzt Schmerz. Ja. Das sind, wenn man seine Haltungen reflektiert, kann man da durchaus zu praxeologisch einwandfreien Haltungen kommen, die einem natürlich ganz andere Möglichkeiten an die Hand geben, als wenn man die Haltungen aus der Kindheit, ne? Ein Indianer kennt keinen Schmerz, Schmerz ist was Schlimmes, Schmerz darf nicht sein, ja, oder Traurigkeit darf nicht sein, ja, hör auf zu weinen, jetzt wein doch nicht, komm. Und dabei könnte man sagen, ja, ich will jetzt traurig sein. Ne? Das kann ich auch gut aushalten, weil es ist ja letztlich nur ein Gefühl. Oder hab keine Angst. Ja? Warum? Ja, der Praxeologe würde sagen, ja, lass die Angst in dich eindringen und durch dich hindurchgehen. Der Frank Herbert hat da so schön, der Autor des Buches Dune, der Wüstenplanet, diese Litany Against Fear gemacht, wo er sagt, ja, fear is, I must not fear, fear is the mind killer, fear is the little death that leads to total obliteration. Ja, I will permit the fear to pass over me and through me, and when the fear has gone, I will turn my inner eye to see its path, and where the fear has been, there will be nothing, only I will remain. Ja, also dass man auch die Haltung haben, ach, das ist jetzt Angst, so fühlt sich Angst an. Und da kommen doch die wenigsten Menschen hin, ihre infantilen Haltungen schon zu den Gefühlen, ne? Zu korrigieren, sondern sie bleiben dabei, diese Gefühle sind für mich untragbar. Ne? Angst, Wut, Trauer, Schmerz. Ich möchte eigentlich nur noch das Gefühl Freude, obwohl das ja im Kontrast zu den anderen Gefühlen halt ein Gefühl ist. Und jedes Gefühl ist für einen Menschen aushaltbar. Der Mensch kann alles aushalten, außer er stirbt unmittelbar daran. Ja. Und solange er lebt, bestimmt der Mensch selbst, wie er sich fühlt, weil er eben über die Haltungen, das doch letztlich auch die Haltung haben kann, embrace your pain. Ja. Ich umarme meinen Schmerz. Da würde ich vielleicht einmal überleiten, weil das haben Sie ja auch in Ihrem Buch beschrieben, von der unbewussten Inkompetenz zur unbewussten Kompetenz, der Kompass zum lebendigen Leben. Und Scala wollte gerne was dazu wahrscheinlich sagen. Naja, erstmal guten Tag, hallo. Genau, ihr habt ja gerade genau da, also du bist genau in die richtige Richtung, oder genau, das war das Stichwort sozusagen. Das kann ich eigentlich gleich an Andreas weiterleiten, aber bevor du vielleicht, also wenn Andreas auch okay ist für dich, aber bevor du, ich sag jetzt mal du, bevor du startest, klar, also du hast das gerade angesprochen, ganz am Anfang, da hatte ich nämlich auch gerade an Rolf Buster gedacht. Es ist natürlich, wenn du sagst, der Praxiologe, oder mal aus praxiologischer Hinsicht kann man sagen, okay, ich bin dann halt mal traurig, wenn ich traurig sein will. Das ist völlig legitim, aber Buster hat es auch ganz interessant geschrieben in einem Interview, wo er auch nochmal die Mises-Ansicht vertritt, was eigentlich Freiheit, eigentlich, also was das eigentlich bedeutet, was diese das ist auch wieder ein subjektiver Begriff letzten Endes oder ein subjektiv bewerteter Begriff, wohlgemerkt, aber also was die Leute am Ende des Tages, das schreibst du ja nämlich auch in Anführungsstrichen, was diesen freien Willen am Ende des Tages ausmacht, ist ja dann eigentlich, es reicht ja dann schon, das schreibt Buster, wenn man schon einfach nur mit einem verkehrten Zwinkern oder irgendeiner Gestik, Mimik auf das Individuum sozusagen einwirkt, um deren Handel eigentlich so zu leiten, dass dieser der freie Wille, der eh noch nicht frei ist, aber noch weniger frei ist. Ne? Also dass man sozusagen einen Impuls letzten Endes hat, wo man eben sagt, okay, ich traue mich jetzt zum Beispiel gar nicht aus bestimmten gesellschaftlichen Konventionen zu weinen. Ne? Da ist jetzt ist die Frage nämlich, also meine Frage wäre jetzt auch was gerade Luna angesprochen hatte, wie könnte man das erstmal, also diese vom unbewusster Inkompetenz zur unbewussten Kompetenz. Ja. Wie kann man das nicht nur für sich entdecken, sondern auch eigentlich, ich sag mal, prosozial die Leute abholen?
Also in zweierlei Hinsicht. Jetzt höre ich mich kurz selber. Ah ja, jetzt höre ich mich nicht mehr, alles klar. Man kann es in zweierlei Hinsicht tun. Einmal kann man natürlich die Praxeologie als Grundlage aller Sozialwissenschaften darstellen, ja, einfach den Menschen im Denken zugänglich machen, dann kann er das nachdenken. Durch Denken allein, durch logisches Denken, ändern sich aber noch nicht die Haltungen. Ja, da muss man durch die Denken- und Fühlen-Ebene hindurchgehen. Er ist dann praktisch, wenn er die Praxeologie kennt und die Haltungen kennt, die günstig wären für ihn und auch für andere Menschen, dann ist er das, was wir gesagt haben, er ist jetzt bewusst inkompetent. Ne? Davor war er unbewusst inkompetent, jetzt ist er bewusst inkompetent, er kennt die Praxeologie. Nach ein paar Jahren hat man das auch so eingeübt im eigenen Denken. Ja? Das Denken verändert sich, wenn man praxeologische Grundkenntnisse hat. Ne? Man denkt dann weniger, vorhin hieß es, der Staat macht dies und das. Ne? Und in der Praxeologie wissen wir, nur Menschen handeln, ja? Also auch in Gruppen aber und auch gegeneinander oder miteinander, aber den Staat selber als handelndes Wesen gibt es natürlich nicht. Ne? Das ist ein geistiges Konzept. Und wenn man dem eine unmittelbare Wirklichkeit zuschreibt, dann nannte Mises den Denkfehler der Hypostasierung. Ne? Also nur weil etwas einen Namen hat, hat es nicht gleich eine unmittelbare Wirklichkeit in unserer metrischen Realität. Und das gilt für den Weihnachtsmann und das Einhorn in etwa genauso wie für die Gesellschaft oder den Staat. Das sind geistige Konzepte, aber die Gesellschaft handelt nicht. Ja, und es gibt in dem Sinne natürlich auch nicht das Gemeinwohl oder Allgemeinwohl, sondern das ist immer das Wohl der Einzelnen. Und man befreit sich dann im Denken von Widersprüchen. Das Denken wird anders, es wird reflexiver, so übt man das auch gleichzeitig ein. Und die Haltungen zu sich und der Welt, ja, wenn man da feindselige hat oder unfreundliche, dann kann man die eben korrigieren mit den Methoden, die wir vorhin schon besprochen haben, weil das ist dann diese emotionale Barriere. Ne? Man wird dann, wenn man bewusst kompetent ist, also man hat es dann eingeübt, dieses praxeologische Denken, um unbewusst kompetent zu werden, also dass das so ein Automatismus wird, dass das Denken da automatisch so läuft und ich mich dann nicht mehr dazu anstrengen muss und das nicht mehr in mein Bewusstsein holen muss. Da bieten sich eben die üblichen Methoden an, die man aus Yoga kennt oder aus der Psychologie, wie Wiederholung, Einstellungssätze beispielsweise. Und man kann sich davor auch in eine leichte Trance begeben, man kann Mentalreisen machen, um Vorstellungen zu verinnerlichen. Also da gibt es der Techniken ja zig Techniken, um da unbewusst kompetent zu werden. Und dann am Ende des Tages hat man dann ein anderes Selbst- und Weltbild verinnerlicht auch und reagiert auch ganz anders auf äußere Reize. Und das ist dann sozusagen das erwachsene Denken, ja, weil das davor war ja infantil. Man hat sich von kindlichen Haltungen, von Haltungen, die einem beigegeben wurden, man hat die nicht reflektiert. Ja, und das Individuum, praktisch auf individueller Ebene, kann man diese Haltungen reflektieren und dann kann man sie auch nochmal ändern, wenn man das möchte. Das sind ja dann auch Gruppendynamiken. Also das Ganze auf eine Gruppe gelegt, beispielsweise, keine Ahnung, also du musst als Mensch bestimmt handeln, damit du dich einer Gruppe zugehörig fühlen kannst. Mhm. Das birgt ja auch eine Gefahr, die in dieser Solidarität zum Beispiel auch steckt. Also eine Lenkung von außen, die man dann als Gruppe vielleicht auch gar nicht mehr selber reflektieren kann, weil jeder Einzelne meint, er ist ja der Gute oder friedlich Handelnde sozusagen. Ja, das kann durchaus sein, ne? dass Menschen, die in Gruppen handeln und die ähnliche Haltungen zu sich und der Welt haben, also feindselige Haltungen, und wir wissen ja, in den Gruppen, da spielt dann der Angst vor Ausschluss spielt eine Rolle, ja? Umgekehrt der Wunsch, dazuzugehören. Und dass das dann emotional für einen eben wichtiger ist, das zu wollen, was die Gruppe will, als dass man sagt, ich möchte mich jetzt friedlich oder freundlich meinen Mitmenschen gegenüber verhalten. Richtig, also das ist klar, das verstärkt die alten Haltungen. Ne? Und schließt ja dann andere Gruppen, die sich eben nicht so verhalten, wiederum aus. Also daraus entstehen ja auch bestimmte Formulierungen oder Ismen, sozusagen, ne? Also Kommunismus zum Beispiel oder und daraus entsteht die Gefahr von eben feindseligem Handeln anderen gegenüber. Genau,
Also Kommunismus, Sozialismus, das sind jetzt so Lehren. Ja? Das ist, wenn man früher also hat, der Herrscher ist Herrscher von Gottes Gnaden und du hast das jetzt nicht in Frage zu stellen, ja, weil das bestimmt hier das Papsttum oder dann später die reformierte Priesterschaft, die genau dasselbe sagt. Und im Kommunismus und Sozialismus, da hat man sich dann des Scientismus bedient. Man hat eine Pseudowissenschaftlichkeit dem Kommunismus und Sozialismus zugeschrieben. Und dann hieß es halt nicht mehr follow the priests, sondern follow the science, listen to the experts. Und da wurde das auch gar nicht in Frage gestellt. Marx hat das eigene Denken gleich mal ausgeschaltet. Er hat gesagt, ja, das Denken kommt sowieso von den Produktionsverhältnissen her. Ja, die bestimmen, wie die Menschen denken. Da können die gar nicht viel dazu tun, sondern immer die Produktionsverhältnisse, die gerade vorherrschen, die sind maßgeblich für das Denken. Also diese erkenntnistheoretische Kriegsführung eben gegen ein eigenes Bild, das sich der Mensch macht, indem er sein Handeln a priori durchdenkt. Da ist man dann halt geswitcht zu anderen Narrativen, ja, als die man davor hatte, als man merkte, ja, das Pantheon ist jetzt nicht mehr wirksam, das Bild, ja, dieser Oligarchie, ob jetzt Zeus oder Jupiter oder Wotan und dann der Bossgott, den man hat in den Religionen, der oben ist und eben bestimmt und dann eben gesagt, bei der Aufklärung, als dann die Naturwissenschaften gezeigt haben, oder kann man doch technisch viel erreichen und man dann die empirische Methode auch für die Sozialwissenschaften als maßgeblich ansah, obwohl sie natürlich da das nicht leisten kann, was sie in den Naturwissenschaften leistet. Erstens ist Wollen etwas anderes als Messen, ja? Etwas komplett anderes. Also in der Praxeologie verwenden wir Ordinalzahlen, erstens, zweitens, drittens. Ja? Das drückt die Präferenzen aus, also eine Präferenzskala. Und Präferenzen haben keinerlei quantitativen Inhalt. Ja? Also wenn ich weiß, ich möchte erstens mit dir ins Kino gehen und zweitens lieber zu Hause bleiben, dann ist keine Information darüber enthalten in der Präferenzskala, wie sehr erstens gegenüber zweitens vorgezogen wird. Hingegen die Zahlen, die wir zu algebraischen Operationen benutzen, 1, 2, 3, ja, das sind Kardinalzahlen, das sind Größenzahlen, die beziehen sich auf die metrische Welt. Damit kann man also rechnen. Und das ist eben hier schon der Fall gewesen, dass man die empirische Methode dann übertragen hat, der Naturwissenschaften, obwohl dann auch eben in der Gesellschaft wendet der Mensch ja die Methode des eigentümlichen Verstehens an und nicht der Naturwissenschaft. Das ist auch eine empirische Methode, aber der Unterschied ist eben, dass es zwar Korrelationen gibt bei den Gesellschaftswissenschaften, aber es gibt nicht das, was man bei den Naturwissenschaften hat, dass man eben die Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung isolieren kann. Ja? Die isolierbare konstante Zusammenhänge zwischen messbaren Größen, die gibt es in den Gesellschaftswissenschaften nicht und auch nicht in den Hybriden aus gesellschaftswissenschaftlicher Methodik, also Verstehen und klassischer Naturwissenschaft und Mathematik, das ja zum A priori-Wissen gehört, ist es auch nicht möglich, diese Beweisführung, die in den klassischen Naturwissenschaften angetreten werden kann, über die kausalen Zusammenhänge zu führen, wie beispielsweise also Wissenschaften, die sich mit komplexen Phänomenen, mit Rückkopplungen beschäftigen und da Korrelationen interpretieren. Das ist etwas anderes. Da kann man nicht Beweis dafür erbringen mit der Interpretation von Daten in der Vergangenheit oder Mutmaßungen, wie diese Daten sich dann in Zukunft entwickelt werden, für die eigene Hypothese. Das hat Mises schon erkannt. Also komplexe Phänomene mit Rückkopplung ist beispielsweise, wie der Klimaverlauf sich fortsetzen wird oder wie Krankheitswellen sich entwickeln. Sie können Also es fehlt hier schon, es sind historische, komplexe Phänomene mit Rückkopplung. Historisch heißt nicht wiederholbar. Sie können das Erdklima nicht unter denselben Bedingungen wiederholen. Komplex heißt, der Ursachen sind viele. Ja. Es gibt viele Faktoren und man kann nicht eindeutig sagen, welche Faktoren wie zusammenwirken oder welche Faktoren relevant sind, wie relevant ein Faktor ist. Ja, das sind alles persönliche Bedeutsamkeitsurteile. Und es ist also auch deshalb nicht
von jedermann jederzeit testbar. Und wir sehen auch, verschiedene Experten kommen zu verschiedenen Einschätzungen und dieselben Experten, wenn sich dann die Datensätze ändern, kommen zu verschiedenen Zeitpunkten zu verschiedenen Einschätzungen. Und das liegt jetzt nicht sozusagen, das liegt keine Panne vor, sondern es liegt in der Natur der Sache, diese Methode des eigentümlichen Verstehens, also des Interpretierens komplexer gesellschaftlicher oder auch natürlicher Phänomene. Zumal die Wissenschaft sich ja auch immer wieder selbst Theorien aufstellt, die sie ja dann widerlegen wollen. Also die Wissenschaftler sind ja die ganze Zeit dabei, sich ihre eigenen Theorien eigentlich widerlegen zu wollen und eben genau, daran dann dieser Falsifikationismus, genau. Ja, und da hat eben Karl Popper gesagt, ja, eine Hypothese ist eine wissenschaftliche, wenn sie testbar ist, ja. Aber hier ist es so, bei den Expertenmeinungen, selbst wenn es eintrifft, was sie sagen, wissen wir nicht, ob es aus dem Grund eingetroffen ist, den sie angenommen haben. Und wenn sie die Vergangenheit analysieren, die Geschichte, dann wissen wir auch nicht, so wie sie es interpretieren, ob die Faktoren maßgeblich waren, die sie für maßgeblich hielten. Es können ja beispielsweise verschiedene Fußballexperten, die prognostizieren ein Fußballspiel, ja, und dann hat der eine recht, aber ob es jetzt dann vom Ergebnis her, ja, zumindest, aber ob es jetzt dann tatsächlich daran lag, dass der Torwart in schlechter Verfassung war, der Schiedsrichter eher für die eine Seite in der Parteinahme war oder der Stürmer ausgefallen ist, das kann keiner am Ende des Tages, da ist keine Beweisführung möglich. Ne? Ich würde nochmal zurückkommen wollen. Kurz nachgedacht. Das war jetzt viel. Genau. Du hast es nämlich gerade angesprochen. Also wir sind ja gerade in die Methode der Naturwissenschaften, ich sag mal, gegangen und sozusagen weil du den Scientismus nämlich angesprochen hast und dieses theozentrische Weltbild, was früher ja ich sage es mal aus meinen Worten, politisierte Religion, die man, das, was der Mensch sich nicht erklären konnte, muss dann eine hypostasiertes Ding sein, sozusagen. Irgendwas, was höhere Mächte hat, genau. Und der Staat bedient sich, oder der Staat, den, wie wir ihn heute kennen letzten Endes, der auch den Scientismus einsetzt, verwendet sozusagen er tut so, als wären die Naturwissenschaften so eine Art a priori Wissenschaft. Ne? Also so liegt er jetzt nach. Das sind ja diese Klimawissenschaften, wo man sagt, okay. Ja, das sind schon keine klassischen Naturwissenschaften, ne? Weil da geht es ja nicht isolierbare, konstante Zusammenhänge zwischen messbaren Größen, genau, die von jedermann jederzeit wiederholt, sondern im ersten Schritt tut man so, als wären die Mutmaßungen, die man über komplexe, natürliche, historische Phänomene mit Rückkopplungen anstellt, als wären diese Mutmaßungen genauso korrekt wie die der klassischen Naturwissenschaften. Karl, kannst du dich bitte stumm stellen, solange er spricht? Oh, Verzeihung. Ja, gut zu wissen. Okay. Genau, und da habe ich das Gefühl, dass man dann sozusagen dadurch, dass diese politische Komponente mit einspielt, dass man dieser empirischen Wissenschaft letzten Endes so eine Art a priori Charakter dem sozusagen zuschreibt. Ja. Also ich würde es vielleicht mal mit einem anderen Beispiel machen, und zwar die Erklärungen, also der Klimaaktivismus ist ja demnach mit pseudonaturwissenschaftlichen Phänomenen zu erklären laut Naturwissenschaften. Aber gerade so die Bolschewiki, die marxische Antilogik, von der du auch eigentlich quasi gesprochen hast, die haben ja immer wieder Mittel und Wege gefunden. Also beispielsweise hat Lenin als erster von dieser äsopischen Sprache, also diesem Neusprech sozusagen, wie wir es heute sagen würden, verstanden. Da ist eigentlich die Frage, die ich jetzt endlich mal stellen möchte, die ist tatsächlich, ich muss vielleicht mal, heute würde ich das Kulturmarxismus nennen, was heute passiert. Und zwar, dass man mit verschiedenen Phänomenen, wie ob das jetzt diese Minderheitsphänomene sind, ob das bestimmte, dass man ganz spezifisch auf Rassismus, Antirassismus anspielt oder auf Minderheiten auf sexueller Ebene. Aber vieles, das ist halt schwer zu beweisen, auch was Propaganda per se ist. Das sind halt aus meiner Sicht, oder das sind Bedeutsamkeitsurteile. Aber die Frage ist eigentlich, und ich glaube, das hat der Mises versucht in seiner antikapitalistischen Mentalität, wie gibt es da aus deiner Sicht, oder wie kann man da eigentlich praxiologische Methode anwenden, diese Art von Polemiken, von politischer Gehorsamkeit
zu entlarven, wollte ich sagen. Also einmal kann man auf ganz grundsätzlicher Ebene sagen, jetzt höre ich mich wieder gerade. Genau, man kann auf ganz grundsätzlicher Ebene sagen, dass Herrschaft, also wie wir sie heute kennen, also jemand wird bedroht, damit er eine Handlung oder ein Unterlassen durchführt und es wird ihm Zwang angedroht, dass das natürlich nicht gerechtfertigt werden kann, weil da spielt ja Recht gar keine Rolle, also die Vereinbarung. Recht muss immer vereinbart werden. Dann gibt es die Spiegelseite von Recht, ist es Pflicht. Also dadurch, dass ich mich verpflichte, etwas zu tun, erhält jemand anders das Recht dazu. Und so funktioniert Recht. Und das andere ist Macht. Und Macht und Recht sind natürlich zwei unterschiedliche Paar Stiefel. Ja? Und da wird halt von den Rechtspositivisten vertreten, ja, dass man der Stärkere hat Recht, was natürlich völlig falsch ist. Ne? Weil durch Recht, durch freiwillige Vereinbarung kommt es zu Win-Win-Situationen, zu neuen Pareto-Optima. Und durch den Einsatz von Macht und Zwang kommt es zu Win-Lose-Situationen. Ne? Deswegen kann es prinzipiell nicht gerechtfertigt werden. Das kann man a priori also schon erkennen. Wenn man dann gucken will, was ist zu welcher erkenntnistheoretischen Kategorie gehört das, was Experten mir gegenüber jetzt gerade behaupten oder Intellektuelle. Ja? Heute wird ja intellektuell schon mal der Rahmen aufgemacht. Moment, es gilt der Materialismus. Ja? Also nur das, was sinnlich testbar ist, kann auch wissenschaftlich sein. Wobei aus dem Messen von Größen der Außenwelt ergibt sich das gar nicht. Das ist eine metaphysische Annahme, die am Ende des Tages nicht, überhaupt nicht beweisbar ist. Weil aus dem Messen folgt nicht, dass nur das, was gemessen oder sinnlich erfahrbar ist, einen wissenschaftlichen oder einen Wahrheitswert haben kann. Die verwenden ja auch Mathematik und Mathematik ist zum Beispiel auch nicht empirisch testbar. Die ist axiomatisch wie die Logik, wie die Praxeologie, wie die Handlungslogik. Und dann kann man dann erkennen, ja, wenn, von was spricht der Intellektuelle jetzt? Ja, er möchte mir sagen, ich soll mich auf die empirische Wissenschaft verlassen. Da kann ich sagen, nee, das ist falsch. Ja. Ich kann a priori, kann ich im Denken und Schließen dazu kommen, dass das falsch ist. Dann kann ich noch sagen, wenn ich die Experten höre, kann ich sagen, okay, sind das jetzt isolierbare, konstante Zusammenhänge zwischen messbaren Größen, über die mich aufklären wollen? Oder sind es Mutmaßungen, die sie anstellen, persönliche Mutmaßungen über komplexe Phänomene mit Rückkopplungen, die schon, weil das Ding in der Zukunft spielt, jetzt nicht evidenzbasiert testbar sind, aber schon allein deswegen, selbst wenn es in der Vergangenheit gespielt hat, können wir nicht sagen, ob die Interpretation der Daten, so wie sie sie vorgenommen haben, objektiv richtig sind, weil eben persönliche Bedeutsamkeitsurteile eine Rolle spielen. Man kann Wenn einer ein komplexes Phänomen, also wie den Klimawandel jetzt interpretiert, wie es in der Vergangenheit war, dann kommen eben unterschiedliche Experten zu unterschiedlichen Einschätzungen, welche Faktoren waren sie relevant, wie haben sie sich auf das ausgewirkt. Ja. Es ist, man hat eben nur Korrelationen, ja. man scheinbare Zusammenhänge. Kausalität ist nicht nachweisbar. Und dann kann man sagen, na, am Ende des Tages ist der Beweis der Richtigkeit damit a priori nicht führbar. Die Erkenntnistheorie ist Teil der Praxeologie. Nur Handelnde brauchen Wissen. Wer keine Ziele verfolgt, wem es nicht darum geht, seine Unzufriedenheit zu vermindern, der braucht kein Wissen. Wissen ist ein Mittel. Wissen ist ein Mittel, um ein Ziel zu erreichen für einen Handelnden. Die Erkenntnistheorie ist Teil der Praxeologie. Und dann können wir eben sagen, letztlich am Ende des Tages, das persönliche Relevanzurteil des Experten ist natürlich am Ende des Tages seine Intuition. Ja. Und widerspricht es meiner Intuition? Oder vermute ich da jetzt sogar, dass es um Legitimismus geht, ja, also dass er damit Herrschaft rechtfertigen möchte, den Einsatz von Zwang? Und da komme ich noch auf einen anderen Punkt. Jetzt selbst wenn da zu befürchten ist, dass sich dieses oder jenes historische Phänomen wie eine Krankheitswelle oder der Verlauf des Klimas so oder so entwickeln, ja, dann folgt daraus noch lange nicht, was getan werden soll. Ja. Das hatten wir ja zu Anfang. Es gibt keine Wissenschaft vom Sollen, ne? Keine Wissenschaft von etwas, was sein sollte. Und niemand ist natürlich in der Position, abzuwägen für andere Menschen, dass Zwangsmaßnahmen, die ihm hier und jetzt natürlich Schaden zufügen, mehr Nutzen bringen, als sie Leid bringen den Menschen im Hinblick auf, wenn diese Katastrophe dann eintritt. Ne? Weil Nutzen
Und Leid kann man a priori nicht abwägen, weil wiegen heißt ja wieder messen, vergleichen mit dem objektiven Standard. Es gibt bei Nutzen und Leid keinen objektiven Standard, sondern nur 7 Milliarden Subjektive. Also niemand wäre auch hier in der Position. Und damit wir dann sozusagen, und da kommen wir wieder zurück zu friedlichen und freundlichen Handeln, ne? Angriff und Verteidigung. Ne? Verteidiger ist natürlich nur jemand, der einen Angriff abwehrt oder eine Gefahr abwehrt. Ja. Und deswegen haben wir in der Justiz ja auch das Prinzip des friedlichen Zusammenlebens. Da gibt es zwei grundlegende Prinzipien. Eins ist primum non nocere, ja, zuallererst füge kein Leid zu. Und auf die Justiz dann in dubio pro reo, ja, das heißt im Zweifel für den Angeklagten. Und in einem weiteren Sinne, im Zweifel füge kein Leid zu. Ja. Und wenn natürlich jetzt jemand politisch mit better safe than sorry argumentiert, er kann aber also sozusagen lieber auf Nummer sicher gehen und deswegen jetzt Zwangsmaßnahmen einsetzen, dann kann er ja nicht beweisen, dass sein Katastrophenszenario eintrifft. Er kann nicht beweisen, a priori eben nicht. Das ist unmöglich, dass das eintreffen wird. Und wenn jemand Zwang einsetzt, ohne beweisen zu können, der andere ist ein konkreter Gefährder oder ein Schädiger, dann ist es selbst ein Angriff und eine feindliche Handlung, eben keine Verteidigung. Die Verteidigung oder Abwehr von eines Angriffs oder eines Schadens, Verteidigung setzt voraus, dass ich beweisen kann, dass der andere mich angreift oder von ihm eine konkrete Gefahr eines Schadens ausgeht. Ne? Das haben wir dann, können wir dann auch noch sagen, dass das hier eben feindliches Handeln vorliegt, wenn solche Zwangsmaßnahmen aufgrund gemutmaßter Katastrophen, über die man nicht Beweis führen kann, eingesetzt werden und es keine Verteidigung ist, keine Gefahrenabwehr. Ich würde es nochmal sagen, Manuel, bevor du dran kommst, es ist halt, also man, die praxeologische Methode anzuwenden, also die Deduktion, Herleitung, also die Proposition, ich würde eher sagen, das Prüfen von Propositionen am Ende des Tages, wenn man sagt, okay, ich würde jetzt das Beispiel wieder des Mindestlohns nehmen. Da würde Mises zum Beispiel sagen, oder Herr Mises hatte geschrieben, dann würde sie sozusagen sich einen Preis einpegeln oder gezwungenermaßen nicht einpegeln, sondern der ist dann gesetzt, der eigentlich über den üblichen Marktniveau sozusagen liegt. Also worauf ich jetzt hinaus will, ist die Opportunitätskosten, die da eigentlich dahinter liegen. Also dass eigentlich ein mögliches feindseliges Handeln eigentlich stattfindet, nämlich für die beispielsweise, die aufgrund dessen ihren Job verlieren könnten. Ist schwierig, finde ich, immer in der Praxeologie, also gerade, ich merke das in Diskussionen, dann zu sagen, okay, es ist halt diese praxeologische Auslegung, die ist halt stringent, die ist halt logisch, ne? Die ist halt a priori. Aber, ja, genau. Aber die Handlung per se ist dann so, also es ist dann zu rechtfertigen damit, dass diese Handlung nicht eingetreten bisher ist. Ne? Und wenn dieser, ne, bitte? Was nicht eingetreten ist? Genau, also dass diese Handlung noch nicht eingetreten ist. Also dass diese praxeologische Handlungsempfehlung zu sagen, okay, also wenn ihr diesen Mietpreis, diesen Mindestlohn, haben wir gesagt, festlegt, dann passiert das und das und das. Ja. Aber die Politik macht ja genau das andere. Also die sagt dann, okay, wir, also ne, utilitaristisch denken, sagen sie, wenn wir den Mindestlohn festlegen, geht es allen besser. Und dann passiert das Gegenteil und die Politik interveniert sozusagen. Genau, das hat Mises ja als Interventionsspirale. Ne? Genau, und ich habe wahrscheinlich gar keine richtige Frage. Ich finde es halt bloß ultra schwierig, dass man nämlich diese, ich würde es immer noch unter dieser Antilogik, dieses Entfernen oder dieses a posterioristische Denken mit a priori Denken letzten Endes dem entgegenzuwirken. Also, ne, also du, wenn du beispielsweise du, Andreas, versuchst als Praxeologe jemanden die a priori Wissenschaft, also der Praxeologie nahezulegen, dann ist es vielleicht anhand dieser Erklärungen ganz, ganz einfach, aber anhand von echten Handlungen, die heutzutage leider nur die Politik im Fokus nimmt, obwohl jeder für sich selbst souverän sein könnte. Das will ich mir jetzt auch nicht anmaßen, ob das jeder kann natürlich, ist es, finde ich, immer sehr schwierig, da wirklich was Handfestes zu machen. Es sei denn, ich glaube, was man immer merkt, das ist ja bei den Bitcoin halt so, ist dann dieses intrinsische Verstehen, glaube ich, was die Praxeologie als sich für jeder irgendwie in sich trägt, jeder. Und ich glaube, vielleicht ist das auch der Weg, was auch Mises meinte, der Wettbewerb der Ideen, dass man sagt,
Man versucht, Ideen sozusagen voranzutreiben, um die Leute vielleicht nicht, ja doch, zu überzeugen, aber mit Stringenz, mit Argumentation. Ja, damit wird es eben, das versuchte ich vorhin zu sagen, mit Stringenz, mit Argumentation. Warum es jetzt in der Diskussion mit dem Mindestlohn schwierig wird, ist ja nicht, dass das schwer zu verstehen wäre, dass ein Mindestlohn, der über dem Marktlohn liegt, tendenziell zur Arbeitslosigkeit führt, ein Mindestlohn, der unterhalb des Marktlohns liegt, wirkungslos bleibt. Und dann kommt es halt darauf an, wie stark weicht der vom Marktlohn ab. Das ist a priori richtig, das kann jeder nachdenken. Die Frage ist nur, ob es jemand nachdenken will oder eine gegensätzliche Position für sich rationalisiert, weil er das nicht möchte, ja, weil er seine Position einfach verteidigen will. Und das ist natürlich heute in den Diskussionen so, dass sich die Diskussionspartner nicht wohlmeinend begegnen. Der Sinn der Diskussion, also oftmals nicht, jeder Diskussion, aber nicht wohlmeinend begegnen, dann ist der Sinn der Diskussion nicht vom anderen zu lernen, ja, und dann zu sagen, ah ja, das stimmt. Also das, zum Beispiel der Lackmustest a priorischen Wissens ist ziemlich einfach. Ne? Das ist eine a priorische Wahrheit ist dadurch gekennzeichnet, dass etwas, das im Widerspruch dazu steht oder die Negation dessen nicht als wahr gedacht werden kann. Ja? Und jeder Mensch verfügt über die gleiche Logik. Ja? Es gibt keine chinesische Mathematik, die zu anderen Ergebnissen käme, wie die mexikanische oder die deutsche. Ja? Das ist dem Menschen schon mitgegeben, die Handlungslogik praktisch. Und man muss ihn schon stark verwirren und viel Aufwand betreiben, damit er eben nicht zum eigenen Denken kommt. Und wir können, wenn wir die Geschichte der Zivilisation zurück betrachten, können wir sehen, dass er durchaus sehr viel Aufwand betrieben würde und sehr stark auch verwirrt würde und Menschen in Krisen gestützt werden. Wenn sie Angst sind, dann funktioniert das Denken nicht mehr, dann sind sie eingeschüchtert, ja, dann sind sie wieder auf dem Niveau vom 5- bis 6-Jährigen, der emotional jetzt so stark beeinträchtigt ist, dass er eben keinen Zugang hat zum Verstand, sondern allein in den Reaktionsmustern aus dieser Zeit heraus reagiert. Und deswegen ist das in der Diskussion schwer machbar. Man kann das praxeologische Wissen ausrollen. Ja, dann können die Menschen, die bereit sind, das anzunehmen, für sich das annehmen. Und man kann natürlich die Haltungen der Mitmenschen, auch allein, dass ich mich ihnen gegenüber anders verhalte oder dass der ein oder andere Mitmensch dann vielleicht mal auf die Idee kommt, Mensch, du, der scheint da Haltungen zu sich und zur Welt zu haben, die machen dem das möglich, schmerzfreier durch unsere heutigen Krisenzeiten zu kommen, als mir das gelingt oder auch anders umzugehen mit dem Schmerz. Ja, das möchte ich annehmen. Ne? Mises hat das ist die Bottom-up-Methode, wie sich das eigene Denken durchsetzt. Ja? Mises hat gesagt, Änderungen finden immer so statt, dass eine kleine Gruppe, ja, zuerst die Neuerung übernimmt, hier die Neuerung hin zum eigenen Denken und dann immer mehr das Übernehmen. Ja, ist ja nie so, dass erst die Masse der Menschen hat eine Neuerung und dann rieselt es langsam runter zu Minderheiten und zum Individuum, sondern ganz im Gegenteil, oft sind ja herausragende Individuen wie Dante oder Mises oder Kant, ja, die eine Neuerung im Denken erfassen und dann geht es auf kleine Gruppen und wie wir sehen, dass es zumindest seit Dante kann man es ja nachvollziehen und bestimmt auch noch zu antiken Denkern, wie lange das dann doch dauern kann, bis es eine etwas größere Minderheit erreicht. Ja. Die zweite Methode, die Top-Down-Methode, war eben die Kant gewählt hat, dass er die Obrigkeit einfach bittet, die Menschen das eigene Denken zu gestatten und aufhört, ihn zu verhausfiehen, was durchaus auch eine Möglichkeit ist. Ne? Es gab immer wieder, also selbst in kleinsten Familien gibt es Streit und es gab immer wieder Schismen zwischen den Machthabern. Ja? Macht hat immer so das Prinzip, dass solange ich nicht der Mächtigste bin, bin ich doch noch in der Herrschaft von jemand anderem befangen. Und so dass es da immer wieder zu Schismen kommt zwischen Sonderinteressengruppen und zwischen Machthabern. Ja, im Prinzip das Game of Thrones oder wie Wagner das dann dargestellt hat im Ring des Nibelungen, ja, dieses Hauen und Stechen zwischen den Göttern und den Zwergen und auch J.R.R. Tolkien, der Ring der Macht, ne, wo der halt ist, wo es zentralisierte Macht gibt. Da gibt es immer auch ein Hauen und Stechen drum, wer diese zentralisierte Macht hat und wo sie nicht ganz zentralisiert ist, wer der Hegemon ist, wer zumindest die Vorherrschaft hat. Ne? Das beschreiben all diese Dramen von Tolkien oder von Richard Wagner. Und das hat halt so die inhärente Problematik. Und dann gab es immer mal wieder nettere und weniger nette
Herrscher. Und Kants Idee war halt einfach hier die Bitte nach Top-Down zulassen von eigenen Denken. Und in der Tat gab es ja auch schon Menschen, die zu politischer Macht gelangten, die das freie Handeln und das eigene Denken, also frei in dem Sinn jetzt das Unerzwungene, nicht vorgegeben, zugelassen haben, wie beispielsweise Ludwig Erhard, der dann nach den Trümmern des Kriegs wie ein Phönix aus der Asche kam und da eine große Möglichkeit der Handlungsfreiheit den Menschen gegeben hat. Er hat die Preisfixierung aufgehoben und damit das, was dann die Linken das Wirtschaftswunder nennen, ermöglicht, was halt einfach nur dann dazu führt, dass sich die Kräfte, das Gesetz der Assoziation, also der Arbeitsteilung und das Gesetz der Kapitalakkumulation dann einfach im freiwilligen Handeln ihren Weg bahnen und dazu kommt es zu Wohlstandszunahmen sozusagen automatisch, wenn man nicht mit Zwang und Gewalt interveniert und die freundliche Kooperation ihren Weg geht. Und das sind so die Möglichkeiten, die beide vorhanden sind. Es kann von unten kommen, es kann von oben kommen, dass sich das eigene Denken und das Denken in Richtung Praxeologie, Handlungslogik entwickelt, dass man das Denken auch wieder benutzt und nicht nur die Intuition, also die Interpretation von Erfahrung, was eben in den Bereich des a posteriori, Dante sagte, das nicht so sicheren, des widerlegbaren Wissens gehört. Manuel, bitte. Ja, hallo Andreas, danke, dass du hier bist. Wir kennen uns vom Mises Institute für die anderen. Mhm. Die Frage geht zurück auf die Hypostasierung. Mhm. Und ich glaube, du hast das, also da hast du den Vergleich der Weihnachtsmann angeführt. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht für manche missverständlich. Also Hypostasierung würde ich jetzt sagen, ist so irgendeine Wirklichkeit, etwas beimessen, was in Wirklichkeit nur, in Anführungsstrichen, nur eine Vorstellung im Kopf ist. Mhm, genau. Und ich meine, das ist, also das würde, ich würde sagen, das kann auch nützlich sein. Also ja, man spart kognitiven Aufwand, wenn man so tut, als ob irgendwas der Fall ist, wenn es halt tatsächlich zielführend ist. Also ich würde sagen zum Beispiel, dass das für der Fall ist, wenn im Fall von Geld. Also wir tun so, als ob ein Papierschein oder irgendein Datenbankeintrag irgendeinen Wert hat und wir können den Tauschhandel damit verwirklichen. Und es ist halt schwierig jetzt, oder vielleicht kannst du jetzt, das wäre die Frage, wie beurteilt man, welche Vorstellung, welche Hypostasierung nützlich ist. Also ist jetzt der Weihnachtsmann nützlich? Könnte man auch so, das trainiert man vielleicht dem Kind an, dass es irgendwie eine niedrigere Zeitpräferenz bekommt. Genau. Ne? Also, oder ist es im Falle von Geld, habe ich ja angeführt, und du hast gesagt, der Staat, das ist dann auch eine Vorstellung irgendwie im Kopf. Aber welche ist denn jetzt nützlich und welche nicht? Ja, also im Grunde genommen kann jede Hypostasierung prinzipiell nützlich sein, solange man weiß, dass es eine Hypostasierung ist. Es ist ja nur, wenn man diese unmittelbare Wirklichkeit für voll nimmt. Also wir Juristen sprechen ja bei der Körperschaft von der juristischen Fiktion. Ja? Und wenn wir dann sagen, die Körperschaft hat Organe, etwa die Aktionärsversammlung, der Vorstand, der Aufsichtsrat, dann wissen wir genau, dass das eine Metapher zum menschlichen Körper ist. Ja? Aber dass der natürlich nicht wirklich Organe hat, wie Leber, Herz etc., dass es eine Metapher ist, dass es dabei um eine Gruppe von Menschen geht, aber aus Gründen der Vereinfachung behandeln wir diese Gruppe von Menschen, als wäre es eine Person und nennen das dann eine juristische Person. Ja, und das ist eine juristische Fiktion, die uns das Handeln im Alltag erleichtert. Und auch für die Eltern, wie du gesagt hast, entweder mit der Zeitpräferenz oder auch, weil es eine schöne Geschichte ist von dem Weihnachtsmann, ist es doch durchaus, wobei beim Weihnachtsmann ist es auch ein geistiges Konzept, ja. Ist es im Prinzip kein Schaden und das Kind kommt ja dann später drauf. Ne? Mit 12 in etwa glaubt es ja dann schon nicht mehr an den Weihnachtsmann, hat aber noch die Haltung zu sich und der Welt, dass der 12-Jährige meinetwegen, dass er ein besserer Mensch ist als sein Bruder, weil er besser Fußball spielen kann. Ne? Also hat da noch Haltungen, die nicht mit der Handlungslogik übereinstimmen. Aber die Hypostasierung des Weihnachtsmanns, die kann er dann auflösen. Aber viele heute können zum Beispiel die Hypostasierung des Gemeinwohls oder des Staates nicht auflösen. Da hat der J.R.R. Tolkien mal so schön gesagt, dass er jeden da am liebsten wegsperren würde, der von England nicht als einen Teil der Erdoberfläche spricht, ja, sondern
damit den Staat und die Regierung meint, also sozusagen überpersönliche Wesen. Ja. Ihm wäre es viel lieber, die Leute würden von König Georg und seinen Beratern sprechen oder von Winston Churchill und seiner Bande. Dann wäre das auch klar und es würde im Denken ein Abgleiten in den Kollektivismus verhindern. Also es sind immer die geistige Konzepte, von denen man weiß, es sind Hilfsmittel, ne? Geistige Hilfsmittel. Und die haben keine unmittelbare Wirklichkeit. Die können Nutzen stiften und die können zum Schaden von jemand anders eingesetzt werden, ne? Indem man dem vorgaukelt, das ist gar kein geistiges Konzept, ja? Das wir hier nur als Vehikel benutzen, dann das ist die Wirklichkeit. Es gibt den Staat und er ist 200 Jahre alt. Dann müsste man sagen, naja, obwohl, das geht ja gar nicht. Der Staat ist ja kein Wesen. Lebewesen können, also Menschen jetzt nicht 200 Jahre alt, aber 90 Jahre alt werden. Aber was die meinen eigentlich ist, dass unter diesem Logo, ja, des Staates, meinetwegen unter dem Adler und unter der Bezeichnung, seit 200 Jahren Menschen unter diesem Namen gemeinsam sich zum gemeinsamen Handeln verbunden haben. Es waren immer wieder andere Menschen, ne? Ja. Die Marktradikalen haben wir haben die Hände oben. Bitte. Hört mich, oder? Ja. Alles klar. Ja, und zwar die Frage, weil wir haben ja jetzt momentan enorm viele Menschen, die eben an diese ganzen Dinge wie, ja, der Staat ist wichtig und er muss die Straßen bauen und was auch immer glauben. Und ja, wie geht man da am besten vor, um den Menschen klarzumachen, dass das eben nicht notwendig ist? Also, dass man den Staat, wie wir ihn heute kennen, als sozusagen eine Gruppe von Personen, die dann mit dem Mittel Herrschaft andere Menschen ihrem Willen unterordnen, dass dies eigentlich nicht gerechtfertigt werden kann, handlungslogisch, wenn die Zustimmung der anderen dazu fehlt. Dass es dann Macht ist und nicht Recht, das ist ja ziemlich einfach zu erklären. Aber das ist dann eben, wie ich vorhin auch schon meinte, das sind emotionale Hindernisse. Das ist erstens mal so gewohnt, in diesen Mustern zu denken und auch zu fühlen. Man weiß, die Gruppe derer, die das auch glaubt, ist so riesengroß. Man befürchtet vielleicht auch Schaden, wenn man jetzt zu anderem Denken übergeht, dass einem dann Schaden zugefügt wird oder wenn man sich da entgegengesetzt äußert. Das sage ich ja immer als praxeologischen Disclaimer. Hey, wir Praxeologen sagen nicht, was sein sollte, wir beschreiben nur, was ist. Das können wir eben a priori sagen. Feindliche Handlung, freundliche Handlung etc. Ja, aber wir stehen uns genauso wenig wie der Verhaltensbiologe sich hinstellt und sagt, der Löwe sollte das Gnu nicht reißen oder der Kuckuck sollte den Zaunkönig nicht betrügen, um an dessen Brutpflegeleistungen zu gelangen. Ja, sondern das ist halt eine Beschreibung. Wir können sagen, das ist das, was der Kuckuck am Ende des Tages tut. Ne? Ohne dass wir damit eine Wertung verbinden. Und das ist für mich auch wichtig, dass man in der Praxeologie persönlich hat man natürlich immer ein anderes Verhalten zu den Dingen, die so passieren. Aber von der wissenschaftlichen Seite her ist es erstmal ein Beschreiben, ja, und nicht ein, was sein sollte. Kant wurde das ja auch vorgeworfen, dass er gesagt hat, in der Tat, ja, sollen die Menschen, also er plädierte in seiner Aufklärungsschrift für das eigene Denken, ja, aber in der Tat zum Gehorsam, ja, im Handeln zum Gehorsam. Wohl wissend, dass natürlich erstens Cancel Culture und Zensur gab es damals auch, ja, und Herr Kant hatte natürlich bestimmt auch kein Interesse, dass ihn die preußische Regierung nicht mehr ermöglicht, seine Gedanken freizulassen. Und zum Zweiten, weil er natürlich auch genau wüsste, dass es absolut sinnlos ist, dass wenn die große Masse der Menschen oder wenn die Masse der Menschen feindselige Haltungen zu sich und zur Welt haben, dass dann eben keine Reform im Staate möglich ist oder dass eine Revolution auch nur eine Verschlimmbesserung herbeibringt. Ne? Weil eben solange die Menschen feindselige Handlungen emotionieren, die Masse der Menschen, kann man da nichts tun. Und der Weg, wie man es erreichen kann, das habe ich ja vorhin schon versucht zu beschreiben. Es ist top-down offen, also jemand gibt das eigene Denken frei und behindert dann nicht mehr, beendet Cancel Culture, beendet Beeinflussung zu den eigenen Haltungen oder eben bottom-up. Finden Minderheiten, ergreifen dieses neue eigene Denken, das ist a priori Denken, das praxeologische Denken und das breitet sich aus, bis es dann die Masse der Gesellschaft irgendwann erreicht. Und das sind natürlich Prozesse, die sind auch gleichzeitig möglich. Ne? Ich glaube, ich will das mal an Luna abgeben, weil ich habe nämlich eine Frage, die zwar
in diese Richtung geht, aber ich glaube, da würde ich ein bisschen gerade wieder das Thema, also ich würde das Thema trotzdem schon wechseln. Genau. Ich hab so eine Theorie und ich wollte einmal wissen, was Sie dazu meinen. Ich habe irgendwie die Beobachtung gemacht, dass wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die sehr in bestimmten Sprech unterwegs sind, da wird dann was abgespult, was sie halt gehört, gesehen haben. Da kommt dann wieder Mimetik ins Spiel. Wenn man dann aber tiefer geht und die Grundannahmen hinterfragt, merkt man, da sind total libertäre Ansichten eigentlich dahinter. Und ich habe irgendwann gedacht, ob der Mensch im Grunde eigentlich libertär ist und alles, was da drüber kommt, so Schichten von allem, was einem auferlegt wird, Erziehung, Prägung, politische Ansichten und so weiter, dass das wie abgetragen werden muss, um wieder stoisch sozusagen zu sein, dahinter zu schauen, was dann das Eigentliche ist. Also, dass der Mensch im Grunde genommen libertär ist, der Mensch kann sich im Grunde genommen seines eigenen Verstandes bedienen und jeder Mensch hat die gleiche Logik und die Praxeologie in dem Sinne, dass eben die Aussagen, die a priori über das Handeln gelten, dass wir die Negation dessen oder was im Widerspruch dazu steht, nicht als wahr denken können. Das trifft bei jedem Menschen auch zu. Und klar ist dann eben diese antrainierten Haltungen, die verhindern dann, dass man sich dem eigenen Denken zuwendet und die eigene Logik anwandert. Man traut sich das gar nicht zu. Und das ist das, was Kant eben meinte, man hat die Menschen da verhausfeed und in den geistigen Gängelwagen gesperrt. Man hat ihnen gesagt, ihr könnt nicht alleine laufen und Kant meinte, die Menschen würden dann herausfinden, wenn sie es mal probierten, das eigene Denken, dass es gar nicht so schwierig wäre. Nach ein paar Mal stolpern kann man wieder aufstehen, aber allein hierzu fehlt schon der Mut. Und er hat, das ist also das Wesentliche an Kant ist, dass er entdeckt hat, dass es hier nicht um eine Verstandesangelegenheit geht, sondern dass die Aufklärung in einer Sackgasse steckt aus emotionalen Gründen. Das hat Mises auch so erkannt. Ne? Er beschrieb die Neurose als das Phänomen unserer Zeit. Und klar kommt jeder Mensch zu den gleichen Schlussfolgerungen. Und wenn er dann mal da ist und sagt, okay, das ist friedliches Handeln, das ist freundliches, das ist feindliches, wie will ich mich meinen Mitmenschen gegenüber verhalten? Und er dann weiß, ihm würden ja so Dinge beigebracht, wie Wirtschaft ist ein Nullsummenspiel. Ja? Die einen gewinnen auf Kosten und zulasten der anderen. Das ist natürlich Quatsch. Wir haben ja gerade schon ein Beispiel beschrieben. Jeder freiwillige Austausch und nur wenn ich mit ihnen ins Kino gehe oder ein Fahrrad abkaufe und da wird überhaupt nichts produziert, führt zu Win-Win-Situationen, weil ich ja nur dann mit jemandem ins Kino gehe, wenn ich denke, das ist meine Unzufriedenheit vermindert gegenüber zu Hause bleiben, also mich spricht zufriedener macht. Ja? Und Wohlstand ist eben ein psychisches Phänomen. Das ist die Verminderung der Unzufriedenheit. Und wenn man dann merkt, okay, ich denke in diesem Nullsummenspiel, ja, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, ja, und das sind meine Denkmuster und daher habe ich feindselige Handlungen. Jetzt kommt jemand wie Mises und sagt, nee, also freiwillige Kooperation und Kapitalbildung und Arbeitsteilung, ja, allein mit friedlichen und freundlichen Handlungen führen wir dazu, dass sich unser aller Wohlbefinden, das Wohlbefinden aller, die sich daran beteiligen, denknotwendig steigert, ja, weil sonst würden sie diesen Austausch durch die zwischenmenschliche Handlung nicht machen. Dann fällt da schon eine Haltung weg, ja, die maßgeblich ist. Aber diese Nullsummenspielhaltung, die haben viele in sich drin. Ne? Die führt dann auch zu Neid und Missgunst. Und man denkt, es ist immer nur dieser eine Kuchen und es geht nur darum, wer welches Stück vom Kuchen bekommt. Und das hat bereits im 18. Jahrhundert, also bevor die Marxisten und Sozialisten da angesetzt haben, wurde das von Gelehrten in Oberitalien zur Sprache gebracht, dieses Nullsummenspiel und auch schon über Population und Grenzen des Wachstums hat man gesprochen, wo wir doch genau sagen können, erstens sind es wieder Mutmaßungen, wenn man sagt, ja, was die Erde sozusagen naturwissenschaftlich tragen könnte und das kann keiner abschätzen, weil wir ja nicht wissen, welche Techniken noch entwickelt werden etc. Man hat Ende des 18. Jahrhunderts hat ein prominenter in Italien mal ausgerechnet, das ist 3 Milliarden, wäre wohl das Absolute, was die Erde dann noch tragen könnte. Dann hat man diesen
Malthusianismus ja auch. Und das ist natürlich auch ein Meme, ne, das dazu führt, dass ich eine feindselige Haltung meinem Gegenüber kriege. Ne? Du bist zu viel, ja? Ich bin zu viel, der andere ist zu viel. Dabei kann man ja sagen, Wohlstand ist ein psychisches Phänomen. Ne? Also, und Wachstum mit Wohlstandswachstum ist dann auch ein psychisches Phänomen, was aber an der metrischen Welt an keine Grenzen stoßen kann. Ja, da gibt es auch keine Grenzen des Wachstums. Ja. Der eine findet ja auch einen Garten schön oder wenn Tiere gut gehalten werden, das finden Menschen schön, das vermindert ihre Unzufriedenheit. Das ist eine Wohlstandszunahme. Ja, oder wenn die Umwelt sauber ist, also da gehen viele von ganz falschen Axiomen aus und das natürlich nicht umsonst, weil das ist ja diese erkenntnistheoretische Kriegsführung. Es braucht Herrschaft, um die Population zu regeln, um das Klima zu regeln und so weiter. Dafür braucht es Herrschaft, ja, weil es eben ein Nullsummenspiel ist, weil eben die Menschen sonst zu viel werden und etc. Diese Haltungen dienen dazu, am Ende des Tages Herrschaft zu legitimieren, was zwar a priori nicht geht, aber worauf die Menschen halt nicht kommen, wenn sie sich nicht des eigenen Denkens bedienen. Ich würde nochmal zurück auf den... LDJ wollte was sagen. Ja. Willst du deine Frage nochmal ausführen? LDJ? Ich höre niemanden. Ich glaube, es ist runter. Okay, es ist runter. Hört man mich? Jetzt hört man dich. Ja. Ja. Alles klar. Und zwar noch die Frage, ob... Es gibt Leute, die eben mit dem Gesellschaftsvertrag und sowas ankommen und dass sie eigentlich im Endeffekt mit so absurden Dingen argumentieren, dass man eigentlich fast nicht mehr davon ausgehen kann, dass das irgendwie was mit rationalem Denken zu tun hat, sondern rein emotionales Denken ist oder Wunschdenken ist. Und ob es dann nicht möglicherweise der Fall ist, dass man auch mit emotionalen oder dass die einzige Möglichkeit, da durchzudringen, sozusagen ist mit emotionalen Appellen. Ja, mit emotionalen Appellen. Also solange jemand Freiheit nicht emotioniert, das eigene Denken nicht emotioniert, wird man den schwer dazu zwingen können. Also man kann auch sagen, als Praxeologin nicht für die anderen, sondern für uns schreiben wir. Aber es gibt Menschen eben, die haben diese Offenheit, ja, die merken, dass sie mit ihrem bisherigen Denken und Interpretieren der Wirklichkeit um sie herum irgendwo nicht weiterkommen und die suchen da nach dem Missing Link, was ihnen das eigene Denken ermöglicht und die Interpretation dessen, was gerade geschieht und was geschehen ist in der Geschichte, womit sie zu einer schlüssigeren Interpretation kommen und wo natürlich kein Wohlmeinen da ist, wo es in der Diskussion darum geht, den anderen zu besiegen und nicht vom anderen zu lernen, da wird man nicht durchdringen. Ne? Menschen können alles Mögliche rationalisieren, also in dem Sinne, dass sie Begründungen dafür auffahren, warum sie das jetzt meinen. Aber am Ende des Tages ist es eine emotionale Barriere, ein emotionaler Komplex, diese Begründungen herbeisehnen oder erwähnen im Wahn. Richard Wagner sprach immer vom Wähnen. Ja? Das ist ein Denken in metaphysischen Konzepten, die man nicht a priori beurteilen kann und die man nicht mit Empirie irgendwie verifizieren oder falsifizieren kann. Deswegen hat Wagner sein Haus auch Wahnfried genannt, ne? Wo mein Wähnen Frieden fand. Und solches Wähnen finden wir eben überall. Es gibt zig metaphysische Konzepte, die eben nicht zum a priori Wissen kommen, gehören und die eben nicht empirisch verifizierbar oder falsifizierbar sind und die Menschen aber zu ihren eigenen Konzepten gemacht haben, die sie als Leitstern in ihrem Leben vor sich her tragen. Und da wird es nach meiner Erfahrung nicht so sein, auch wenn man die jetzt natschen will oder dazu bringen will, umzudenken. Nein, das halte ich für nicht erfolgreich. Oder wenn man da missionarisch auftritt. Ne? Deswegen auch vielleicht schön, wenn man diese Distanz, zumindest aus wissenschaftlicher Sicht, beibehält und sagt, das ist jetzt die Praxeologie, aber das sagt nicht, dass einer das nicht tun sollte. Ne? Also das Franz Oppenheimer
sprach, hat Herrschaft so beschrieben, es kann nicht anders gedacht werden historisch, als dass eine siegreiche Menschengruppe eine besiegte Menschengruppe unterworfen hat, ja, mit dem Ziel der Bewirtschaftung mit dem politischen Mittelzwang. Ja, und diese Herrschaft gegen innere Aufstände und äußere feindliche Übernahmen zu sichern. Ja. Also Zwang ist das, Politik ist das Bewirtschaften des Menschen mit dem Mittel Zwang. Und dann gibt es noch das ökonomische Mittel. Franz Oppenheimer war deutscher Arzt, Soziologe und Ökonom, Doktorvater Ludwig Erhard im Übrigen. Und war hier auch mal auf der 60er, auf der 90-Pfennig-Briefmarke war er, glaube ich, in den 60er Jahren. Genau, und der hat solche Gedanken damals ausgesprochen und da fühlte sich anscheinend niemand auch dadurch unmittelbar bedroht. Ja. Und wir können natürlich auch, ohne dass wir andere Menschen da irgendwie sagen, wenn wir denen den Vorwurf machen, ja moralisch solltest du diese Haltung nicht haben oder du solltest dich freundlich und friedlich deinen Mitmenschen gegenüber verhalten, ja sollen es wollen für andere. Ne? Und es gibt halt die Masse der Menschen, emotioniert es nicht derzeit, sich nur friedlich und freundlich gegenüber ihren Mitmenschen zu verhalten, sondern die finden es auch okay, wenn feindliche Handlungen ihren Mitmenschen gegenüber ausgeführt werden. Ne? Also wenn die finden es okay, wenn ihr Nachbar besteuert wird oder wenn ihr Nachbar sich an diese und jene Zwangsmaßnahme halten muss, ja, nicht nur sie selber meinetwegen eine Maske tragen, sondern auch der Nachbar wird gezwungen, das zu tun, finden die völlig in Ordnung. Ja. Das wollen die auch so. Und da ist es, wenn man jetzt eben nicht durch diese Denken- und Fühlen-Ebene hindurchkommen kann zu seinen Haltungen, normal geht es nicht auf der Handlungsebene, auf der Diskussionsebene, bei der nicht wohlmeinenden Diskussion. Das ist vergebene Liebesmühe. Ne? Die werden sich erst ändern, wenn sie eine Krise zum Beispiel, da kann es dazu kommen, dass sie sich öffnen, ja, wenn sie merken, mit meinem Handeln, da läuft es nicht so gut. Ja? Also das mit der Verminderung der Unzufriedenheit klappt nicht. Nicht mehr, dann öffnen sich Menschen in Krisen für neue Haltungen und dann kann man mit ihnen im Gespräch natürlich immer nur erstmal sozusagen sie bewusst inkompetent machen, wenn sie das möchten. Und dann, wenn sie weitergehen wollen, gibt es Methoden, die sie auch selbst anwenden können, die ich im Buch auch beschreibe, wie man diese Haltungen verinnerlicht. Und dann ist natürlich auch da die Haltungen dann mit der Lebenswirklichkeit handelnder Wesen übereinstimmen, wenn die praxeologisch korrekte Haltungen sind, kämpft man nicht mehr gegen die Windmühlen. Ne? Also man muss dann schon nicht mehr, wenn man weiß, Max Stirner hat es dann so formuliert, dass die Dinge unvermeidlich geschehen. Also in dem Sinne, jeder Mensch das Ergebnis seiner Lebensgeschichte ist und nur so werden konnte, wie er wurde und in dem Sinne dann vollkommen ist, meinte Max Stirner, ich bin jederzeit vollkommen, ne? So als Haltungssatz. Und dann braucht man, wenn man diesen Satz verinnerlicht hat, braucht man die Baustelle, ich sollte ein besserer Mensch werden oder irgendwelche progressiven Selbstverbesserungsprojekte und dann auch für die Welt. Ja, die Welt ist ungenügend, da muss jetzt ein Progressivismus kommen, die muss also ständig verbessert werden und da bleibt auch immer was zu tun, ja, man ist nie am Ende und da ist es auch legitim, Zwang einzusetzen etc. Also diese ganzen Baustellen im Denken gibt man dann auf. Ja? Man weiß einfach, oh, ach schön, schau, da brauche ich schon nichts mehr dran ändern. Genau, das ist ja, es ist gut, dass du das sagst, nämlich darauf, weil das ist dieses Hauptwert, sagte ja sowas wie, dass die Sozialisten haben ja eigentlich schon dieses, ich sage. Oskar, man hört dich ganz schlecht, geht es nicht? Ja. Okay. Ich hätte noch eine Frage zum Thema vielleicht, deswegen, wenn ich darf. Hallo, Test. Ja, also die... Sorry? Die... Skala, der Manu ist mal dran, kurz. Ja. Also, Nuna hat ja gefragt, ob Libertarismus so eine Grundhaltung ist, die eigentlich nur durch Kultur irgendwie überlagert wird. Und du hast dann noch in deiner Erklärung dazu gesagt, okay, das ist vielleicht Missverständnisse, die irgendwo in den Köpfen sind, hier in Nullsummenspiel und so weiter. Und oder eben auf emotionaler Ebene, da ist irgendwie ein irrationaler Prozess, der am Gange ist. Aber ich frage mich schon manchmal, ob das doch irgendwas anderes dahinter ist, dass es zum Beispiel eine egalitäre Grundhaltung gibt und dass es Leuten tatsächlich manchmal lieber wäre, dass solange die relative Gleichheit kleiner wird,
dass es denen auch das lieber ist, selbst wenn es zum Beispiel bedeutet, dass sie ihnen erbbar wird. Also wenn sie 10 Euro haben und der andere 100 Euro, dann wäre es ihnen quasi lieber, wenn der andere 20 Euro hat und sie, selbst wenn es darauf auf Kosten kommt, dass sie nur 5 haben. Also wenn es ihnen absolut schlechter geht, dann ist es ihnen das lieber, als wenn, also solange die anderen es denen dann noch schlechter geht. Ich weiß nicht, ob so kommt es mir jedenfalls vor. Ich weiß nicht, ob du ein Urteil dazu hast. Also wenn ich nochmal, dass ich die Frage richtig verstanden habe. Du meinst, es gibt die Haltung der Menschen, denen ging es jetzt nicht darum, dass es für sie ein Problem ist, dass es anderen... Gleichheit ist denen am wichtigsten, glaube ich. Dass es anderen besser geht und sie möchten, dass es ihnen genauso gut geht, sondern dass es anderen besser geht und sie möchten... Genau, Gleichheit stellen. An erster Stelle, Sie möchten dann lieber noch, dass es den anderen genauso schlecht geht. Naja, relativ betrachtet soll es dem anderen schlechter gehen. Ja, oder beziehungsweise Ihnen selber soll es relativ. Also es gibt ja diesen, diese Floskel über einen russischen Bauern. Genau, der kommt, bekommt einen Wunsch freigestellt. Genau. Und was wünscht er sich? Er wünscht sich nicht einen zusätzlichen Kuh oder irgendwas anderes. Er wünscht sich, dass dem anderen die Kuh stirbt. Genau. Na, also dem er es immer geneidet hat. Genau, also Neid und Missgunst sind natürlich Haltungen, die ich beobachte und die ja auch als sozusagen auch fürs Zusammenleben dann schon ja als schwere Verfehlungen erkannt wurden, schon wenn man jetzt sagt, vor langer Zeit, ne, in religiösen Texten, du sollst nicht begehren deines Nächsten etc. Aber Neid und Missgunst sind natürlich, wenn man feindselige Haltungen hat, wenn man das den Menschen implementiert, ja, ein Nullsummenspiel, ja, der andere hat es auf deine Kosten und zu deinen Lasten. Oder man sagt, ja, wenn es mir schlecht geht, dann möchte ich, dass es dem anderen zumindest genauso schlecht geht. Ja, der muss dann auch gehorchen. Ja. Das sind Haltungen, die wir antreffen. Das sind natürlich feindselige Haltungen. Ja. Was er am Ende des Tages will, ist, dass es dem anderen unter Einsatz von Zwang schlechter geht, als es ihm jetzt geht. Ja, ja. Das kennen wir natürlich auch von der Kindheit her, von infantilen Haltungen. Ja. Man denkt da vielleicht, dass der es besser geht, der kriegt auch mehr die Zuneigung der Mama oder des Papas und der Geschwister, kennt man das ja. Ne. Also beobachte ich durchaus auch so. Das sind aber, also man kann das ja eigentlich ganz einfach auch an der Tatsache festhalten, dass ja eigentlich der Bolschewismus so interagiert hat. Ne? Also, dass man über Neid und Missgunst dieses Proletariat letzten Endes aufgewühlt hat, um letzten Endes das Patriarchat sozusagen zu stürzen. Ich wollte mal zurückkommen auf das Thema, was nämlich Luna angesprochen hatte. Das war ganz interessant. Und zwar die libertäre Grundhaltung. Und dadurch, dass heute der Rechtspositivismus eigentlich so eine Art, ich sag mal, die Verfassung, das Grundgesetz eigentlich schon so eine Art religiöse Schrift für viele schon ist, die gar nicht in Frage gestellt wird und der Staat letzten Endes mit seinen vielen Geschenken sozusagen verspricht, das Schönste, weiß ich nicht, ihm Sicherheit anzubieten, die beste Krankenversorgung, was auch immer seine Versprechen sind, zumindest versucht er sozusagen mit schönen Versprechen, wie das in der Politik ist, die Wählergunst für sich zu gewinnen. Und ich frage mich dann halt, das meinte ich vorhin nämlich, Mises hat es nämlich angesprochen, er nannte es so ein bisschen bei den Sozialisten diese Reformierung von Eigentumsrechten oder von Natur oder vom Liberalismus oder von, ich sag mal, von Rechtsbetrachtung, was der Liberalismus sozusagen vertritt. Und der Liberalismus vertritt ja laut Mises eigentlich auch die, wir wissen ja, Mises war auch sozusagen Vertreter der Eigentumsrechte. Ne? Also er hat gesagt, wenn man sozusagen Demokratie und Liberalismus verbinden möchte, muss die Möglichkeit geben, auch ein Sezessionsrecht zum Beispiel zu haben. Also es geht am Ende des Tages ja darum, seine Unterscheidung zwischen das Sondereigentum der Produktionsmittel, in welcher Hand liegt die dann genau? Laut Liberalismus wäre sozusagen in den Händen der Privaten. Ich glaube, da stimmen alle zu. Aber wo ich jetzt darauf hinaus wollte, ist, weil das fand ich nämlich jetzt, das war so mein Gedankengang gerade, war eigentlich bei Mises auch so ein bisschen, das hast du, glaube ich, auch in deinem Buch geschrieben, diese Komponente Naturrecht so ein bisschen kritisierst oder auch Mises kritisiert, weil wir nämlich auch dieses Thema Hypostasierung hatten. Rothbard beispielsweise, jetzt komme ich zum Punkt, endlich mal. Rothbard argumentiert ja, er nennt es ja dieses Eigentumsrecht-Axiom, dass man sagt, dass der Mensch das natürliche Recht hat
die vollständige Kontrolle über seinen eigenen Körper, also auch über die Dinge zu haben, die er mit seiner eigenen Arbeit erworben hat. Jetzt könnte man wieder sagen, dass dieses Recht wiederum aus praxeologischer Sicht auch wieder also Recht ist, was mir Recht ist. Also auch wieder ein subjektives Bewertungsurteil am Ende des Tages ist. Was ich mich frage, ist nämlich jetzt folgende, die Frage ist nämlich, lässt es sich wirklich erklären, dass das Eigentumsrecht eigentlich a priori Komponente in sich behält? Oder wie siehst du das? Also für mich ist das so ein bisschen, also ich sehe es so ein bisschen als Widerspruch, also dass es kein wirkliches Axiom ist, aber letzten Endes ist es ein Recht, was, ich sag mal, aus der Hinsicht, mein letzter Satz, Andreas, in Hinsicht dessen, dass menschliches Handeln davon abhängig ist, dass ich Selbsteigentum habe, also mich selbst meines eigenen Verstandes zu bedienen, meine Extremitäten verwende und meine persönlichen eigenen Ziele verfolge und die mit der Arbeitsteilung dafür sorge, dass auch andere was davon haben, also dass dann diese Win-Win-Situation entsteht. Also das sind jetzt eigentlich viele Fragen. Ich versuche mal so auf ein paar Aspekte einzugehen. Also mit Naturrecht wird ja nicht gemeint, dass einem die Natur Recht gibt, ja, dass man in den Wald geht und der Wald räumt einem dann Rechte ein oder die Natur an sich, sondern mit natürlich meinen wir haben es vorhin auch schon gesagt, unerzwungen. Ne? Das Naturrecht bedeutet dann praktisch, das, was erzwungen ist, ist nicht Recht, sondern Macht. Ja? Und Recht ist dann das, was auf natürlichem, sprich in der, hier als Metapher verwendet für unerzwungen, also was aufgrund freiwilliger Vereinbarung zustande kommt. Mises unterschied das Eigentum im ökonomischen Sinne und das Eigentum im rechtlichen Sinne. Und er sagte, im ökonomischen Sinne geht es einfach nur um die Kontrolle, ja, dass ich etwas besitze, würden wir Juristen sagen. Besitz ist die tatsächliche Sachherrschaft. Also jemand kontrolliert eine Sache, kann damit das tun, was er gerade damit tun möchte, in dem Sinne. Und die andere Frage davon zu unterscheiden ist dann das juristische Eigentum. Und da hat Mises gesagt, da geht es einfach nur darum, wie ich mich vor einer Wegnahme schützen kann oder im Fall der Wegnahme, wie meine die Kontrolle über die Sachen, wie ich das wiedererlangen kann, ne, im Falle einer Wegnahme. Und da hat Max Stirner schon erkannt, Mitte des 19. Jahrhunderts, hat er gesagt, ein Eigentum, das ist dann halt die Vereinbarung von Menschen, dass sie sich in ihrem Besitz, also in ihrem Haben an Sachen, zusammenschließen und dann sagen, wir verpflichten uns wechselseitig, uns dabei zu unterstützen, uns die Sachen, die wir haben, gegen Wegnahme zu verteidigen und im Falle der Wegnahme Wiedergutmachung zu erstreiten. Das wäre dann ein rechtliches Eigentum, aber es gibt kein Recht, das dem Handeln vorausgesetzt wäre. Also man muss das wirklich, Recht kommt zustande durch menschliche Interaktion. Die Praxeologie sagt zwar nicht, was sein soll, aber in der Praxeologie geht alles ums Sollen und Wollen, ja? Nämlich Menschen wollen. Und wenn zwei Menschen übereinkommen, das soll jetzt so und so sein, ja, und die schaden damit auch keinem Dritten, ja, dann ist das eine freundliche Handlung über einen Austausch. Also du sollst mir das Fahrrad geben, ich soll dir die 100 Euro geben, das vereinbaren wir jetzt. Ja, dann kommen dieser Wille zum Ausdruck und da kommt zum Ausdruck, was eben aus deren Sicht sein soll. Und das ist aber, das passiert dann durch Vereinbarung. Das ist jetzt nicht extern vorgegeben, sondern kommt durch menschliches Handeln zustande. Und der Aspekt des Selbsteigentums am eigenen Körper ist nun mal so, das Individuum ist ja, kommt von individuere, ja, unteilbar. Und da können wir einfach sehen, dass das Wollen und der körperliche Vorgang, ja, also unser physischer Körper und unser psychisches Wollen, das ist untrennbar. Ja. Das ist nicht damit gemeint, was auch stimmt, dass wenn ich jemanden in der Mitte auseinandersäge, dass er dann nicht mehr lebt. Ja, auch in dem Sinne ist der Mensch unteilbar. Aber sein Wille ist nicht ablösbar von seiner körperlichen Gestalt. Ne. Und in dem Sinne hat der Mensch sozusagen a priori die Kontrolle über seinen Körper, solange man ihn jetzt nicht fixiert und so weiter, und über sein Handeln. Es ist nur die Frage, ob das, was er will, ja, inwiefern ist das dadurch bestimmt, dass er das reflektiert hat, seine Haltungen zu sich und zur Welt, und dass wir dann, also das Individuum reflektiert die Haltungen zu sich und zur Welt und kommt dann zum eigenen Wollen. Ja. Und davor könnte man sagen, ist das Wollen des Individuums ja bestimmt durch diejenigen Haltungen, die ihm mitgegeben wurden, also die man ihm antrainiert hat und die er sich selbst zugelegt hat, um sich besser zu fühlen. Ja.
Und deswegen ist auch so die Frage beispielsweise, mit kann man sich in die Sklaverei verkaufen? Ja, man kann seinen Willen eben nicht verkaufen. Ne? Der Wille ist nämlich, also beim Handeln wissen wir auch, die Zukunft ist handlungslogisch unvorhersehbar. Das ist ja notwendig, wenn alles feststeht, auch die eigenen Entscheidungen. Ja, dann gibt es nichts mehr zu handeln, dann gibt es nichts mehr auszuwählen. Ja, das ist klar. Also ist die Zukunft ein Handelnder, ist immer einer, der etwas weiß, ja? Nicht jemand, der nichts weiß, dann braucht man nicht handeln, weil man weiß nicht über Mittel-Ziel-Zusammenhänge. Auch nicht jemand, der alles weiß, dann gibt es nichts mehr zu handeln, hat man gerade schon beschrieben, sondern jemand, der etwas weiß, bewegt sich im Ungewissen und der eigene Wille bildet sich eben immer, so wie wir das erleben, im Zusammenhang mit dem eigenen körperlichen Sein und der verändert sich und der ist nicht ablösbar. Ne? Ich kann den nicht auslagern, nicht auf den Chip und dann jemand anders geben. Und insofern, ja, besteht diese Selbstkontrolle, dass diese Trennung eben nicht möglich ist zwischen Wollen und Leben. Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, wir haben 21.40 Uhr, auch wenn es natürlich entspannt ist. Ich würde sagen, wäre Zeit jetzt für wohlmeinende genau. Schlussworte. Gut. Genau, richtig, okay. Weil wir wollten mich gerade auch kurz ansprechen. Wir haben das gerade ganz infam im Hintergrund abgesprochen. Genau. Erstmal vielen, vielen Dank an die große Runde. Und Andreas, danke für deine Zeit vor allem. Danke für die Einladung. Super, super geflasht gerade so über deine Ausführungen. Ja, also ich glaube, also wenn du sehr gern, ich glaube, da werden auch andere dafür, weil ich hab tatsächlich so viele Fragen, dass wir das mal irgendwann mal vielleicht gegen Mitte, Ende des Jahres, wenn du Lust hast natürlich, das wiederholen würden. Beispielsweise würde ich gerne nochmal auf das Thema Selbstverteidigung eingehen oder auch das Thema Geld und Eigentumsrechte aus praxeologischer Sicht. Das sind so viele Sachen letzten Endes. Also du hast ja, also das will ich nochmal kurz an der Stelle schildern, dein Buch letzten Endes, der Kompass zum lebendigen Leben. Aus meiner Sicht, was Andreas da macht, ist, ich glaube, du vereinst mehrere Mises-Werke unter anderem, nicht nur, sondern auch natürlich Werke anderer Autoren, unter anderem Rothbard. Aber du bist doch ein sehr großer Max Stirner-Fan, wie ich finde. Also das Buch, ich habe bis jetzt keine Literatur gefunden, die Praxeologie oder auch mal die unabhängig von Mises Human Action beispielsweise, wo er seine Annahmen nimmt letzten Endes und verschiedene ökonomische Betrachtungen da sozusagen hat. Bist du ja nochmal mit der Psychologie auch da tief reingegangen und das hat Mises jetzt nicht zu tief beleuchtet, würde ich behaupten, genau. Ich kann es nur empfehlen, einen sehr guten Einstieg zu bekommen, aber auch für Leute, die schon ein bisschen tiefer drin sind, ist sehr, wirklich sehr gut geschrieben und das war für mich persönlich so der Aha-Moment, wo ich dann auch reflektierend oder ich bin total fertig nach 10 Stunden Zugfahren. Jedenfalls konnte ich dann sehr gut Rückschlüsse bilden zu auch Thorsten Polleit, was er so schreibt, wie dem auch sei. Ich, Andreas, tatsächlich würde ich dir das Schlusswort überlassen. Ja, also ganz lieben Dank nochmal für die Einladung und gerne jederzeit wieder. Und was ja bei vielen auch so ist, dass man im Leseverständnis die Dinge dann vielleicht einfacher erfasst, als wenn man sie jetzt hört erstmal. Auch in den jüngsten Artikeln, die ich beispielsweise für freiheitsfunken.info geschrieben habe oder für mises.de.org, unsere Website des Mises-Instituts, also wurde ja vorhin schon, ich bin ein Vorstand des Mises-Instituts und Thorsten Polleit ist der Präsident, wurde ja schon angesprochen. Da findet man dann auch eigentlich alle Themen, die ich jetzt angesprochen habe, auch in den jüngeren Artikeln, weil ich immer so versuche, in dem Artikel auch denjenigen mitzunehmen, der jetzt von Praxeologie noch gar nichts gehört hat und ganz kurz dann immer die praxeologischen Grundsätze darstelle, bevor ich auf das jeweilige aktuelle Thema dann eingehe. Also das noch für Interessierte vielleicht und ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntagabend, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Ja, vielen Dank. Dann vielen Dank. Wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Danke für eure Teilnahme und eure Fragen. Ja, ciao. Ciao. Bitcoin. Ja, das war wieder Wahnsinn Space. Wir enden mit 782638 und nächsten Sonntag ist Daktari und Chikatrova da. Wir sehen uns wieder. Macht's gut.